Whitney Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Kurzen Live-Test, oder? Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes.
to the New World Order. Ja, hallo, ich bin Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich heiße euch hier herzlich willkommen am Samstag, den 11.05.2013 zu unserer, ja, eigentlich jeden Monat stattfindenden Sondersendung bei United We Strike Radio Marathon. Immer im jeweiligen zweiten Samstag eines Monats sind wir live hier rund um die Uhr, nee, das nicht, aber ziemlich bis in die Morgenstunden unterwegs mit unseren Sendungen. So, und da haben wir natürlich eine ganze Menge tolle Sachen, die heute auf uns zukommen. Und zunächst mal da eine kurze Information für euch. Wir werden natürlich heute ein geballtes Programm hier auch unter Wake News Radio haben, denn wir starten gleich mit Werner Altnickel, der hier schon wartet auf die Sendung, dass er reingerufen wird. Und wir haben da ein heißes Thema, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und was ich als erstes natürlich immer tue, ich danke den Künstlern, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen. Hier hörten wir zum Beispiel eingangs live von Copyright, Chords Live, klasse Musik, der macht wirklich gute Sachen. Und auch gleich eine Information für euch, wir haben, ich höre da schon den Werner im Hintergrund, der kann nochmal sein Mikro im Moment stumm schalten. Klasse. Und wir haben also dann noch im Bezug auf die Musik eine ganz neue Sache, weil ich einen Wake News Radio Musik Channel Sender zur Verfügung stelle. Wir testen den jetzt im Moment. Den findet ihr auch auf der Wake News Radio-Seite schon ganz rechts extra platziert. Und jeder Künstler, der also da Interesse hat, auch dort gesendet zu werden, kann uns da kontaktieren unter radio@wakeness.net. Okay, jetzt nochmal ganz kurz zum Ablauf des heutigen Programmes. Wir werden also hier die ersten beiden Stunden mit unserem Gast Werner Altnickel reden über die aktuellen Dinge und natürlich über Chemtrails und so weiter. Und dann werden wir im Verlauf der Sendung dann anschließend auf Englisch weitermachen, auch mit Top-Gästen. Und das nächste ist dann gleich ab 15 Uhr auch mit Leuten von ICAACT und Oikatch und anderen, die uns also da zur Verfügung stehen. Das Programm könnt ihr sehen auf der Seite unitedwestrike.com. Ihr findet das auch bei wakeness.net, Wake News Radio, in der Mitte das Symbol klicken und ihr kommt direkt auf meine Blogseite bei unitedwestrike.com. Dort findet ihr auch das Programm. Okay, so, das vielleicht mal ganz kurz dazu. Und wir haben die Möglichkeit, hier im Chat auch zu den aktuellen Dingen Stellung zu nehmen. Und da ist auch schon wieder eine Menge los. Ja, und hier schreibt da zum Beispiel schon jemand, deine Sendung von Donnerstag mit Melanie Fritschan und Henning Witte war megamäßig informativ und genial. Jetzt freue ich mich auf Werner Altnickel und grüße ihn als niedersächsischen Nachbarn aus Oldenburg. Tolle Arbeit, die er seit Jahren leistet. Genau wie du, ein sehr mutiger Mann. Naja, okay. Da hören wir ja gleich. Okay. Super. Also ihr könnt da über den Chat mit uns kommunizieren. Und natürlich, wenn ihr umfangreiche Sachen habt, die ich vorlesen soll, ist es mir lieber, über die E-Mail radio oder radio@wakenews.net, nochmal, jetzt bin ich schon fast Englisch hier, radio@wakenews.net, könnt ihr mir eure Sachen zuschicken. Und das ist wichtig, denn dann können wir auch dem Werner Fragen stellen oder auch Informationen miteinander teilen. Denn das ist ja eine wichtige Sache, die wir hier bei Wake News Radio tun, die interaktive Kommunikation. Okay, jetzt würde ich sagen, haben wir ja immer in Vorbereitung auf meinem Blog mywakeness.wordpress.com die Beschreibung zur heutigen Sendung. Auch da könnt ihr nochmal nachschauen, da sind auch die ganzen entsprechenden Links für euch mit dem Titel der heutigen Sendung, der Giftcocktail aus der Luft, die staatlich geförderte Zerstörung unserer Umwelt. Ja, und da habe ich geschrieben, im Rahmen der United We Strike Radio Marathon Sendung am Samstag, den 11. Mai 2013, wird Detlef von Wake News Radio ab 13 Uhr live mit Werner Altnickel, Aktivist und Journalist, Blogbetreiber chemtrail.de, der sich explizit mit den Themen Chemtrails, HARP und vielen anderen damit in Verbindung stehenden Themen beschäftigt und inzwischen eine geschätzte Koryphäe auf seinem Gebiet ist, im Übrigen auch bereits viel, sogar in den kontrollierten Matrix-Medien interviewt wurde.
Ja, wie ist das ja? So, er war unter anderem auch auf der kürzlich im April stattgefundenen europäischen Konferenz über Chemtrails im Europaparlament als Abgesandter von Skyguards vor Ort, worüber er uns auch im Laufe der heutigen Sendung noch berichten wird. Ja, und angesichts der immer deutlich werdenderen Belastung durch Geoengineering und die Verdeckung und Verschleierung dieser unseligen Machenschaften mit den giftigen Stoffen sowie schädlichen Auswirkungen auf uns Menschen sowie die Umwelt muss dringend aufgedeckt und darüber berichtet werden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, und offenbar wird versucht, die Bevölkerung der Welt über die schädlichen Auswirkungen und die wahren Absichten hinter diesem weltweit gesponnenen Programm zu täuschen, beziehungsweise dieses zu verschleiern. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen, aber nicht nur, weil der Werner hat auch immer noch andere aktuelle interessante Themen. Und jetzt schauen wir mal, ob er schon jetzt sich wieder freigeschaltet hat. Werner, hast du dein Mikro auf? Ich glaube ja, ne? Ja, ist auf. Ja, super. Also, dann hast du jetzt die Möglichkeit, vielleicht sagst du auch noch mal ganz kurz etwas zu dir, bevor du startest. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, kannst du aber relativ kurz fassen, ja? Ja. Ja, okay. Werner Altnickel, ich bin Baujahr 49, habe 5 Kinder, habe einen Fernsehladen gehabt, 20 Jahre, habe 1987 angefangen mit Photovoltaik. Als Pionier habe dann 1997 einen Solarpreis von der Europäischen Solareinige-Vereinigung bekommen für meine Tätigkeit und 2 weitere Umweltpreise. Ich war 17 Jahre bei Greenpeace, bin 2005 bei Greenpeace rausgeflogen, weil ich angefangen habe, über Chemtrails, HAARP und ähnliche Dinge zu informieren, was da nicht angesagt war. Ja, das ist vielleicht mal der Kurzabriss. Ja, super, danke. Es ist ja so, wir werden ja heute auch noch von verschiedenen Sendern übertragen, simultan. Das würde ich noch kurz erwähnen. Wir sind also bei United We Strike Radio natürlich drin, bei ICRN Radio Network. Wir sind auch bei unserem eigenen Wake News Radio Sender drin, wo wir nur deutschsprachige Sendungen von Wake News bringen werden. Und dann natürlich auch bei milen-fm.net. und bei joyce.net, die uns parallel freundlicherweise heute mitstreamen. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Klasse, Werner. Jetzt bist du ja auch bekannt geworden in den, kontrollierten Matrix-Medien, ne? Oder Massenmedien. Da hat man dich nicht so ganz ausreden lassen überall. Aber immerhin hast du Präsenz gezeigt und das Thema wurde dadurch auch mal in die andere Öffentlichkeit gebracht. Wie ist da so dein Gefühl dazu? Also wie ist da die Akzeptanz dieses Themas Chemtrails? Und du hast dann, glaube ich, auch noch ein aktuelles Thema, was du auch noch benennen willst. Ja, naja, was heißt Akzeptanz? Das kann ich natürlich allgemein jetzt schlecht erfassen. Also Kerner hat mich ja mal kurz interviewt, natürlich verfälschenderweise. Das ganze Spiegel TV hat es gemacht, wer sich das angucken will. Ich habe ja eine Dokumentation auf meiner Seite über die Spiegel-TV-Sache, wo 1:20 nachher rauskam von 3,5 Stunden Interview. Also wir haben das mal recht gut aufgegliedert. In 1:10 haben wir die wesentlichen Sachen gebracht, wie die Medien arbeiten und uns im Prinzip verarschen, kann man wirklich so sagen. Also ich kriege natürlich schon eine Menge Anrufe und eine Menge Mails zugesandt, wobei ich mich von vornherein mal entschuldigen muss, dass ich natürlich nicht alle Mails beantworten kann, weil ich habe jetzt aufgelaufen in den letzten 3 Jahren ungefähr 50.000 Mails gekriegt. Ich kann die nur überhuschen. Also wer es ganz wichtig hat, muss mich eben anrufen. Meine Nummer steht ja auf der Seite chemtrail.de. Wir haben übrigens auch die Seite chemtrails.ch übernommen. Und für die Schweizer halt mal als Information. Klasse. Ja, super. Also du hast, sagen wir mal, schon auch dadurch, dass du in den Matrix-Medien aufgetreten bist, auf jeden Fall mal eine Öffentlichkeit erzielt, die sonst vielleicht nicht so viel davon mitkriegt. Und das finde ich schon mal insgesamt nicht so schlecht. Ja, auch wenn man, wenn das falsch rübergebracht wird, das macht ja nichts. Wir müssen ja das Thema selber auch aufs Tablett bringen. Also deswegen fand ich das also nicht so unbedingt so negativ. Nein, also ich sag sowieso, ich meine, man sagt ja in der Presse auch, only bad news are good news. Hauptsache, man wird überhaupt berichtet. Und ich habe ja auch in Raum und Zeit, im Magazin 2000, Matrix 2000 schon einen Artikel gehabt. Neulich sogar in so einer serbischen Zeitschrift in Kyrillisch über Chemtrails. Also wow. Von daher wird das schon auf allen möglichen Sendern
was heißt allen möglichen Sendern, es ist eine gewisse Öffentlichkeit da. Auf meiner Seite selber habe ich jetzt aufgelaufen rund 1 Million Leute gehabt. Der Zähler, den habe ich erst vor 3 Jahren ungefähr eingestellt, der da jetzt anzeigt. Ne? Ja, du bist ja schon sehr lange aktiv. Also du bist ja wirklich einer, der ganz, ganz früh auch angefangen hat, darüber zu berichten. Ne? 2003 ging es bei mir los, ja. Klasse. Ja, aber du hast auch vorhin mir gesagt, du hättest auch noch ein ganz heißes Thema, eine heiße Information für uns. Vielleicht nutzen wir jetzt den Moment und sag da was dazu. Ja, wir können mal damit starten. Es wird wahrscheinlich noch allgemein nicht so bekannt sein. Also ich habe jetzt hier von Interinfo, das ist ein internationaler Hintergrundinformationsdienst für Politik, Wirtschaft und Militär, eine Meldung, die ich sonst auch nicht gelesen hatte. Also ich zitiere mal eben. Die Enteignung der Bürger hat begonnen. Zypern war der Test, das ist ja allgemein bekannt, denke ich. In Holland hat die ABN AMRO Bank ihren Kunden mitgeteilt, dass sie ihr physisches Gold nicht mehr erhalten werden. Unter Berufung auf das Kleingedruckte hat die größte Bank der Niederlande das Gold ihrer Kunden gegen ein Stück Papier, auf dem der Gegenwert des von der Bank enteigneten Goldes vermerkt ist, eingezogen. Dies soll nicht nur für Gold, sondern auch für andere Edelmetalle wie Silber und Platin gelten. Also Leute, wenn ihr noch irgendwo Geld, Gold oder andere Wertsachen im Schließfach bei der Bank habt oder überhaupt noch ein Konto, einen größeren Bestand habt, dann holt es bitte schön ab. Es steht im Kleingedruckten der Banken, das ist in informierten Kreisen auch schon lange bekannt, dass die das alles konfiszieren können, wenn die Bank also in Schwierigkeiten kommt. Also der Zugriff auf alle Spareinlagen, auf Bankguthaben, sogar auf den nicht genutzten Kreditrahmen, ja. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Kreditlimit habe bei der Bank, sogar das können sie ausschöpfen, wenn sie also dabei gehen, das ähnlich wie in Zypern zu machen, dass sie also quasi einfach Geld beschlagnahmen. Und nichts anderes ist es. Es ist eigentlich legalisierter Diebstahl. Ja. Also Zwangshypotheken und den Habenichtsen werden die Schulden einfach erhöht. Also selbst der denkt, er hat ja eh schon genug Schulden, da werden sie halt noch was oben drauf packen. Das Ganze wird sich in einem Wochenende abspielen. Am Montag sehen dann die Bürger unwiderruflich auf die Konten ihre Abbuchung. So wird's laufen. Also wer denkt, dass das ein Scherz ist? Also zahlreichen Bankkunden wurden die Kreditlinien ohne ihr Einverständnis bzw. ohne ihren Bedarf drastisch erhöht bei den Banken. Also erkundigt euch, wenn ihr da ein Limit habt, um da ganz sicher zu gehen, lasst es auf Null setzen, weil dann kann der Staat nicht beigehen und sagen, okay, wir beanspruchen jetzt den Kredit, den der Kunde bei der Bank hat. Das ist sowas Ungeheuerliches. Ich denke mal, wer normal gut denkender Mensch ist, der kommt gar nicht auf so eine Idee, was die da inzwischen treiben. Ja, des Weiteren ist es so, dass also der Zensus, der durchgeführt wurde vor einiger Zeit, ja nur dazu diente, nach meiner und anderer Leute Meinung, eben festzustellen, welche Werte sind denn da in der BRD. Bei einer normalen Volksbefragung braucht man nicht fragen nach, wie viele Toiletten habe ich, wie viele Duschen habe ich eingebaut und so weiter. Das dient alles der Wertermittlung. Also man hat ungefähr ermittelt, dass 5 Billionen Werte hier da sind bei den BRD-Leutchen und die will man natürlich abgreifen. Also Leute, handelt. Es ist wirklich nicht nur 5 vor 12, es ist soweit. Wer jetzt seine Sachen nicht ins Trockene bringt halbwegs, der wird ganz dumm aussehen. Ja, ist eine Hammerinformation. Werner, du hast ja vielleicht auch nochmal einen Link, den kannst du uns ja nochmal zur Verfügung stellen vielleicht. Oder hast du den bei dir auf deiner Seite schon? Nee, ich packe das Anfang der Woche mal drauf. Ich kann den ganzen Text mal drauf packen. Ja. Ich meine, Leute wie Hans-Werner Sinn haben ja von Münchner IFO-Institut hat wörtlich gesagt, im Zusammenhang mit der Zypern-Krise, wer nicht weiß, dass ein Sparer der Gläubiger seiner Bank ist, der tut mir leid. Ne? Und so weiter. Gut, aber das kann ich ja mal auf die Seite packen, dann brauche ich das nicht alles zitieren. Aber es ist schon ganz ungeheuerlich, was da läuft. Ja, und es ist wichtig, dass wir solche Informationen leicht breit streuen und dass alle gleich vor allen Dingen auch handeln. Nicht? Also wenn ihr auch noch Leute in eurer Bekanntschaft, Verwandtschaft, was weiß ich, habt, fragt die mal. Nicht? Weil viele lassen sich ja nichts was sagen, aber wenn man fragt, in Frageform, ne, dann nutzt es vielleicht was, oder? Ja, ich meine, also seit den letzten Dingen, die ja auch schon jetzt in der breiten Presse kamen, also wer jetzt wirklich noch sein Geld bei der Bank hat und glaubt, dass es da sicher ist, ich meine, der muss schon leichten Wahnsinn verfallen sein. Nicht? Ich meine, Steinbrück hat zum Beispiel gesagt, das muss ich einfach nochmal eben kurz zitieren, es drohe ein Teufelskreis, weswegen Kanzlerin Merkel und ich uns schließlich zu jener
berühmten Erklärung entschlossen haben, also 2008 war das, alle Spareinlagen staatlich zu garantieren. Das haben ja die Bürger auch geglaubt. Dabei haben wir am Sonntag wohlweislich offen gelassen, was unter dem Begriff Spareinlagen genau zu verstehen ist. Das heißt, die könnten ja auch sagen, gut, Spareinlagen bis 500 Euro zum Beispiel. Ne? Weiter. Dieser Bluff hat funktioniert, wie Angela Merkel später zugab. Schäuble hat, wie von ihm in der New York Times vorhergesagt, Mitte 2013 neue gestärkte und vertiefte politische Strukturen beisammen, die es ihm erlauben, die politische Einigung Europas durchzuziehen. Ein gänzlich undemokratisches Triumvirat aus IWF, EZB und Eurotechnokraten ist Mitte 2013, und das haben wir jetzt bald, in der Lage, jedem einzelnen Volk Europas zu diktieren, wie viel jedem einzelnen Bürger automatisch vom Konto abgebucht wird, damit das System am Leben bleibt. Wenn es für nötig erachtet wird, kann Brüssel verfügen, dass das Online-Banking nicht mehr funktioniert, die Bankautomaten leer sind, die Banken für Bankfeiertage geschlossen sind. Also Leute, glaubt es jetzt endlich, dass da ganz kurz was vor der Umsetzung steht. Ja, 2013 ist das Jahr. Tja. Wahrscheinlich. Ne? Für viele. Sehr gut. Ja, und damit werden sie starten. Klar. Ja, und vor allen Dingen dann dadurch vollkommen verarmen, weil wir dann eben auch gar keine Einkäufe mehr tätigen können. Und dann dadurch haben sie uns dann vollends in der Hand. Und ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, aber in Boston, in der Nähe von Boston, haben sich Anwohner beschwert darüber, dass nachts immer niedrig fliegendes Flugzeug über ihre Städtchen oder so kreist, und zwar immer im Kreise herum, und haben sich da überall beschwert. Es ist also theoretisch oder auch praktisch eigentlich möglich, mit Flugzeugen sehr tief zu fliegen, und die können alles Mögliche rausfeuern da, ne? Oder? Wir reden ja auch über Chemtrails, ne? Aber man kann ja in diese Düsen alles Mögliche, in diese Tanks alles Mögliche hineintun, und die können dann auch relativ niedrig fliegen. Das wollte ich nur noch mal so als Denkansatz geben. Vielleicht laufen da eben auch schon wieder Versuche. Okay, aber das ist noch ein anderes Thema. Mhm. Aber ich hatte es eben gerade eben heute gesehen, und deshalb wollte ich es kurz erwähnen. Ja, aber Werner, neben den natürlich sehr wichtigen allgemeinen Sachen wollen wir natürlich von dir auch etwas über Chemtrails und den Gift und all den anderen Sachen, die damit zusammenhängen, hören. Was hast du uns heute mitgebracht, oder über was möchtest du gerne mit uns heute sprechen? Ja, also hauptsächlich wollte ich erstmal kurz berichten über die Konferenz, die da im EU-Parlament stattgefunden hat. Die dankenswerterweise Tatjana Zedoka, aus, ich meine, Moldawien kommt die gute Frau her, von der Grünen Partei, quasi ermöglicht hat. Und ich habe auf meiner Seite ja die gesamte Konferenz stehen. Wir machen nach und nach, haben wir auch vor, das ins Deutsche zu übersetzen, also der kleine Sektempfang ist schon ins Deutsche übersetzt, den kann man sich angucken. Also auf chemtrail.de gehen und dann auf meinen YouTube-Channel, und dann seht ihr da 12 Folgen und sind jetzt, glaube ich, drauf. Also bei dieser Eröffnungsrede war sehr interessant, hat also der ehemalige EU-Parlamentarier Gilberto Chiesa Folgendes gesagt, sinngemäß. Also er war übrigens derjenige, der diesen 9/11-Aufklärungsfilm mit dem Namen Zero damals versucht hat, den Parlamentariern fortzuführen. Und er sagte, dass er also 800 Parlamentarier informiert hat und 600 Journalisten aus aller Welt. Von den Journalisten kam 0, von den Parlamentariern 7. Er sagte dann, dass diese Themen, also auch unser Thema Geoengineering, eben für die Parlamentarier gefährlich wäre, und deswegen lassen sich da auch nicht viele blicken, und die Presse in der Regel komplett gar nicht. Das war schon mal eine tolle Aussage, und so ähnlich lief das dann auch, dass also von der breiten Presse keiner bei der Pressekonferenz dabei war, von den Parlamentariern auch nur ein paar. Nichtsdestotrotz ist es als Erfolg zu werten, weil eben auch gerade hier eine Grüne eingeladen hat, auch mit grünen Wimpelchen und EU-Fahne dann eben alles ablief, und man dann speziell auf die bundesdeutschen Grünen also mal ein bisschen Druck ausüben kann, weil die sich ja bisher so generieren, als wenn das alles Blödsinn wäre. Ich selber habe ja sowohl Herrn Trichin vor roundabout 6 Jahren, 5, 6 Jahren ungefähr, vor, ich glaube, es waren 9 Zeugen, schon mal das Thema Hab referiert, was in Tschernobyl wirklich passiert ist, dass eben da aufgrund einer Strahlenaustausch
nicht so positiven Aktion der Amerikaner und der Russen das AKW in die Luft geflogen ist. Und auch über Chemtrails habe ich ihm Unterlagen mitgegeben. Ich habe des Weiteren der EU-Abgeordneten der Grünen auch die Unterlagen über HAB und diese ganzen Dinge mitgeteilt und auch über Chemtrails. Keine Reaktion. Das sehr Erstaunliche war, dass ich der Sekunde eben, dass sich der deutsche Parlamentarier Werner Schulz, Vertreter der deutschen Grünen, wie er sich ausgab, quasi eine Rede gehalten hat. Da wollte ich einen ganz kurzen Auszug da mal vorspielen. Das war also sehr erstaunlich, weil er als erster, als hochkarätiger Politiker immerhin, in dieser Rede sagt, hier wird es bereits angewendet. Ich spiele das mal ganz kurz eben ein. Okay, versuch mal, dass das... Ja, ich versuche das mal, dass es das halbwegs... Okay. ...mit dem Fund, mit dem Engineering diesen Planet retten zu können. Es ist immer wieder das Gleiche, dass man die Auswüchse, die Folgen dieser Wachstumsideologie, dieses Wachstumswahns, dieser Industrialisierung versucht, mit technologischen Mitteln einzudämmen. Und insofern bin ich sehr froh, dass Sie heute hier sind, um sich mit diesen Auswirkungen, den Folgen von Geoengineering, mit Geo-Climating und dem Versprechen, dass man damit die Klimaerwärmung in den Griff bekommt, dass man die CO2-Konzentration absenken könnte oder dass man die Versäuerung der Meere aufhalten könnte und gleichzeitig natürlich militärisch interessiert ist an dieser Technologie, dass man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, dass es immer wieder auf eine aktive Zivilgesellschaft ankommt, diese Dinge offen zu legen, Informationen zu sammeln, vor den Gefahren zu warnen, die Regierungen zu zwingen, ehrlich damit umzugehen. Und dass dieses Experiment, was ja bereits gestartet worden ist, es ist ja nicht nur, dass wir hier über Forschung reden, sondern hier wird bereits ja angewendet, hier wird ja bereits ein Himmel in einer gewissen Weise verarbeitet. Es gibt eine Bürgerinitiative, die heißt Sauberer Himmel, die sich darum kümmert. Also die Wichtigkeit der Zivilgesellschaft, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, das ist uns sehr wichtig und das ist unser großes Anliegen. Es ist in Westeuropa vielleicht noch etwas ausgeprägter, diese Zivilgesellschaft. Deswegen haben wir zivilgesellschaftliche Foren gegründet, um in der östlichen Partnerschaft die NGOs im Osten zu unterstützen, die NGOs in Russland zu unterstützen. Und wenn der russische Präsident, der gerade auf der Hannover-Messe ist, sich darüber beklagt, dass sie mit ausländischem Geld unterstützt werden, dieses Geld ist nicht dafür da, um Russland zu unterminieren, sondern dieses Geld... So, ich breche das mal eben ab. Also ihr könnt euch das ist die Folge 4, anhören. Da kommt eine kurze Vorrede in Englisch von der Tatjana und dann kommt er gleich. Und das ist wirklich ein Hammer, was er da sagt. Ich weiß nicht, ob das in der Schnelle so aufgenommen worden ist. Also er sagt, es wird bereits angewendet. Er sagt des Weiteren, es ist auch von militärischem Interesse. Da gibt es übrigens auch eine Bundeswehrstudie dazu, wo das drinsteht, von Dual Use, also Doppelanwendung von diesem Geoengineering. Man kann es auch als Kriegswaffe einsetzen und so wird da angedeutet. Und es ist ihnen sehr wichtig, sagt er, das heißt, er spricht ja für die Grünen, dass da was passiert. Und er sagt ja auch, das ist ja förmlich eine Aufforderung, dass man also auf die Politik Druck ausüben sollte. Also eine unheimlich gute Steilvorlage. Allein wegen der Rede hat sich das ganze Ding schon gelohnt, finde ich. Ja, klasse. Und das, wie gesagt, es kam mir die Frage, weil es eben von der Qualität nicht so super rüberkam. Man kann es bei dir auf der Seite chemtrail.de sich nochmal anhören. Das war die Folge 4, sagtest du. Genau, ne? Richtig. Okay. Nein, also das werden wir auch nochmal rausschneiden und nur diesen Part vervielfältigen. Weil das muss an möglichst vielen Stellen gehört werden. Ich fürchte, der gute Mann kriegt ein bisschen Ärger, aber ich weiß nicht, ob er dafür die Freigabe hatte, die er so ehrlich da quasi zum Besten gab. Naja. Ja, aber wir nehmen die Leute beim Wort, ne? Genau, also das war schon mal gut, ne? Ja. Also insgesamt würde ich sagen, das hat mich auch erstaunt, als ich diese Videos bei dir angeschaut habe, weil... Das heißt ja, die Grünen, auch innerhalb der BRD gab es ja durchaus auch Leute, die darüber gesprochen haben, nur punktuell natürlich von den Grünen aus, glaube ich. Und die haben aber, wie gesagt, natürlich nicht die Leitung der Grünen inne, sondern das sind natürlich alles Leute, die aufgewacht sind, unten an der Basis, ne? Oder? Da gibt es schon welche. Ja, man muss ganz klar unterscheiden. Also in der Basis gibt es schon etliche Leute, denen auch das Gewahren der Grünen an der Spitze nicht gefällt.
nicht nur bei dieser Thematik, sondern auch bei anderen Themen. Ich denke mal, die Grünen, Bundesgrünen spielen natürlich schon mit der mit dem Koalitionsgedanken und den Verhandlungen mit der SPD, und da wird von vornherein, glaube ich, in vorallem Gehorsam schon einiges einfach gar nicht mehr als Thema aufgenommen, um da nicht noch die Gespräche schwieriger zu gestalten, so fürchte ich es ist. Ja gut, Steinbrück und Trittin waren ja auf dem letzten Bilderberger Meeting, und da soll ja wahrscheinlich schon eher Steinbrück gekürt worden zu sein. Und deswegen wird vielleicht auch die Merkel im Moment so destabilisiert, damit die auf keinen Fall gewinnen kann. Damit es Steinbrück und Trittin werden, oder? Also gut, da gibt es zwei Szenarien. Also ein Szenario halte ich gut für möglich, klar, dass Rot-Grün das reinmacht. Dann wird Trittin höchstwahrscheinlich Außenminister werden. Die neu aufkommende Partei, die jetzt gerade Alternative für Deutschland da hochkommt, wenn die maßgebliche Stimmen ernten wird, wird sie vermutlich auch irgendeine Koalition eingehen. Also ich denke mal, für die Hintergrundmächte wird es ziemlich wurscht sein, wer da letztendlich dran ist. Ich denke, geführt werden alle diese Figuren von bestimmten Kräften. Ja. Ja, das ist, das muss uns jetzt einfach allen klar sein. Ist auch egal, welche Partei du wählst. Es ist wahrscheinlich sogar egal, ob du wählst oder nicht wählst, weil lässt sich ja alles manipulieren, ne? Oder? Das haben wir ja in den USA, überall bei den Wahlen haben wir das ja gesehen. Ne? Ja, ja. Ich will nochmal eben kurz zurück zur EU-Konferenz. Wir haben es ja so gemacht, also es lief nicht unter Chemtrails, sondern eben unter dem großen Begriff Geoengineering, weil das eben auch dann HAB und alles mit einbezieht. Und es hat ja 1998, 99 Anhörungen gegeben zu HAB im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der militärischen Gefahren. Und die Leute, die sich dafür eingesetzt hatten in der EU, im EU-Parlament damals, die haben wir damit einbezogen, und also auf jeden Fall diese Argumente und das Dossier, was dabei rauskam. Und da wurde in diesem Papier ja ganz deutlich gesagt, also und aufgeschrieben, das kann jeder sich angucken bei der EU, dass quasi HAB eine klimabeeinträchtigende Waffe ist. Ja? Und dass die Bevölkerung viel zu wenig weiß über diese Techniken und informiert werden müssen. Also auch eine Steilvorlage im Prinzip für uns, aber eigentlich auch für die breiten Presse, gefälligste Bevölkerung zu informieren über diese ganzen Dinge. Ne? Da hat also dann hier Wayne Hall, der ja in Griechenland damals Attac mitgegründet hat, auch noch Teile seiner Rede drauf abgefasst, also auf diese ganze HAB-Problematik. Und es ist ja an dem Tag davor, also am 8., ist ja der Film aufgeführt worden, Why in the World Are You Spraying? Ja, und mit Einleitung und kurzer Diskussion danach. Nicht? Also die Chance hatten die Parlamentarier auch auf jeden Fall, sich die Thematik da breit anzugucken in dem ganzen vollen Film. Wie viele Leute waren denn da ungefähr, Werner? Im Saal waren vielleicht nach Schätzung 60 Leute, ne? Wobei das Gros von unseren Leuten dann abgedeckt wurde. Also ich denke, 48 Leute waren ja von uns da, eben aus 16 Nationen, 48 Leute. Auch das ist ja ein gewisses Novum, was so oft nicht passiert, dass also aus so vielen Nationen Leute quasi als Sprecher für die Bevölkerung da waren, zu sagen, hört endlich mit diesem Kram auf da oben. Oder wenn ihr der Meinung seid, dass das nötig ist, dann informiert uns gefälligst, was für einen Sinn das haben soll. Ne? Ja, okay. Also, ja, es ist ja so, weißt du, weil du jetzt eben auch sagtest, es wird ja als Waffe eingesetzt. Ich meine, wir wundern uns ja auch schon die ganze Zeit über diesen merkwürdigen Frühling, den wir haben, wo es nicht so richtig warm wird und wo es ständig bedeckt ist, die Himmel. Und das ist ja so ein Mega-Thema hier auch bei mir in den Sendungen. Meinst du, dass das auch Auswirkungen haben kann, was die jetzt derzeit hier machen mit HAB oder Chemtrails? Ja, selbstverständlich. Ich meine, es wird ja benannt in mehreren Militärstudien auch, dass man genau diese Dinge, die da beschrieben sind und die man jetzt teilweise eben zumindest annehmen muss, zu erleben live, auch in unserem Land, dass diese Dinge als Kriegswaffe eingesetzt werden. Ich meine, zur Vertiefung können sich die Leute ja nochmal das Buch von Rosalie Bertell reinziehen, also Planet Erde, neueste Kriegswaffe. Ne? Haben wir übrigens auch im Shop da sogar verbilligt angeboten, die das quasi über Jahrzehnte lang erforscht hat, wie die Anfänge dieser Dinge waren, wie man also in verschiedenen Ländern das auch angewendet hat und.
Nicht? Ich meine, es ist ja bekannt, also spätestens seit Vietnam wissen die Leute, dass also Agent Orange angewendet wurde als Entlaubungsmittel, aber nebenbei eben auch sehr stark Dioxin belastet, übrigens absichtlich Dioxin belastet, um die Bevölkerung da quasi kaputt zu machen, die heute noch Missgeburten zur Welt bringen. Und ich meine, ähnliche Dinge erleben wir ja auch, das ist ja im Prinzip auch eine Aerosolwaffe, wenn man die Uranmunition, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, sehen, dass der feinst verteilte Staub von Uran quasi da die ganzen Länder verseucht und sogar Stäube davon Großbritannien erreicht haben, wo die zuerst dachten, die haben Störfall im AKW, und dann kam aber raus, nach ein paar Tagen Zeitverzögerung, das kam genau auch hin, mit den massiven Uranbombenangriffen der Amerikaner im Irak, ist dann der Staub bis nach Großbritannien gekommen. Ich habe die Studie hier zu Hause, habe sie übrigens auch Greenpeace zur Verfügung gestellt, aber auch die haben da nichts gemacht in der Hinsicht. Das ist natürlich auch bei uns runtergekommen, das Zeug. Ist ja klar. Wenn es in England landet, dann wird das bei uns hier nicht einfach nicht runterfallen. Ja, und das ja. Und wer jetzt immer noch Zweifel hat daran, dass an dieser Geschichte mit den Georgia Guidestones oder mit den Eugenikprogrammen Reduzierung der Menschheit und so weiter etwas nicht stimmen sollte, der sollte hier vielleicht nochmal ein paar Fragezeichen setzen, oder? Was wir da so erleben. Auf jeden Fall. Also wollte ich nachher nochmal drauf eingehen. Ich wollte nochmal kurz eben abschließen, also mit der Konferenz. Was außerdem sehr positiv war und sehr gut bei den Leuten ankam, wir haben ja dann nach dem Film sind wir gemeinsam essen gegangen und da hat sich nochmal jeder der 48 Leute da vorgestellt, was für einen Hintergrund er hat, woran er arbeitet, wie weit sie in den einzelnen Ländern sind. Das war auch sehr spannend. Kann ich im Moment aber noch nicht veröffentlichen, weil ich da von jedem Einzelnen die Genehmigung brauche, weil es waren einige Leute dabei, also auch jemand vom Militär und auch Leute aus der Ärzteschaft und so weiter, die nicht unbedingt ihr Bild da auf YouTube abgebildet sehen wollen, weil sie natürlich zu Recht auch berufliche Schwierigkeiten erwarten können. Ne? Das muss man auch sehen dabei. Aber das war auch sehr, sehr ertragreich für uns. Da wurden also gute Verbindungen geknüpft und wir wollen natürlich auch jetzt international das Thema voranbringen. Also meine Idee ist, dass wir uns also nach Vorbild von Greenpeace, die es ja quasi so machen, möglichst zu gleichen Terminen weltweit bestimmte Thematik nach vorne zu pushen. Nicht? Also das wäre auch nochmal ein gutes Produkt, was dabei rauskommen kann. Aber es hat sich so auch schon einiges ergeben. Also von Wayne Hall habe ich zum Beispiel so einen dicken Folder gekriegt, der also über atomare Gefahren geht, wo also mein Beitrag über Tschernobyl auch mit eingearbeitet werden soll. Der wird zurzeit auch schon ins Italienische übersetzt. Also das sind so tolle Sachen, die eben zur weiteren Verbreitung dieser Ungeheuerlichkeiten dienen. Und ich hoffe auch zu einer Menge Leute, die endlich aufwachen und sehen, wie wir hier verwurstet werden. Wie kann man da Skyguard einordnen? Ist das im Rahmen von Skyguard oder ist Skyguard noch eine extra Initiative? Ja, also Skyguard hat sich quasi gegründet. Also treibende Kraft war Josefina Frehl, die quasi das als Dach genommen hat, um die internationalen Gruppen, die sich also um Geoengineering und verwandte Dinge kümmern weltweit, zusammenzuführen, um unter anderem eben auch diese Konferenz möglich zu machen. Da war ja also ein gewisser Rahmen möglich, der Monate vorher auch dann besprochen wurde. Das geht ja zurück bis aufs letzte Jahr. Also da gehören ja immer 3, 4, 5 Monate Vorarbeit dazu, um die Leute zu verbünden und alles zu klären und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr lobenswert, sehr engagierte Frau. Kleines Persönchen, aber wirklich mit Power. Die ist auch also auf dieser Eingangsrede da zu sehen, unter anderem. Das ist die mit dem Hut, aber wir haben ja auch den Namen eingeblendet, das ist Josefina, das ist diejenige, die das quasi initiiert hat, hauptsächlich mit. Ja, ja, ist ja enorm, dass so eine Person, die ja jetzt auch in gewisser Weise politisch aktiv ist, auch aufgewacht ist. Hat man da mal was rausgefunden, wie das, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber wie ist die aufgewacht? Hast du das, oder kann man was darüber sagen? Ich denke, die ist schon sehr lange wach. Die hat ja auch damals, also hier mit dem, also Giulietto Chiesa, da war sie damals schon eine der 7 Leute, die sich da den Film angeguckt hat. Sie war ja damals auch im EU-Parlament tätig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie direkt auf dem Thema jetzt ist, aber ich denke schon etliche Jahre. Ja, okay, ja gut. Wichtig ist ja, dass wir alles unterstützen, was die Information rausbringt und die Aufklärung und eben auch Leute, die vielleicht noch eher von der Masse akzeptiert werden, ne, so als Politiker oder so. Das ist ja auch eure Stoßrichtung, da zu versuchen, diese Sache zu bearbeiten quasi, ne? Ja.
Also denn alle, die hier zuhören, Werner, das weißt du, und alle, die deine Webseiten oder Informationen studieren, sind ja sowieso in der Regel so, schon viel weiter und aufgewacht und einfach noch zusätzliche Informationen. Aber wir wollen natürlich auch die anderen mit erreichen, die noch nicht so weit sind, oder? Richtig, also das ist ja auch ganz, ganz wichtig, was ihr auch öfter erwähnt habt schon, dass es nicht nur darum geht, Informationen zu tanken. Manche Leute sind auch schon übergetankt, sag ich mal. Nein, es muss weitergehen. Es muss also, und sei es beim Kaffeekränzchen erwähnt werden, auch diese unangenehmen Themen, oder in irgendeiner anderen Form, dass Leute sich selbst Zettel drucken und die weitergeben, sie in Ökoläden auslegen und. Kleine Veranstaltungen vor Ort mit initiieren, sich vielleicht selber so einen Mini-Vortrag mal reinzuziehen, den man dann vielleicht auch selber wiedergeben kann. Es muss gar nicht so sehr viel sein, damit es in alle Kreise kommt. Nicht? Also man kann das sehr gut auch auf Parkplätzen vielleicht unter die Scheibenwischer klemmen, so kleine Informationen dazu. Ich sage da immer so, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Man darf allerdings nicht erwarten, dass man jetzt sofort die Riesenerfolge hat. Man kriegt nicht sofort die Rückmeldungen. Aber ich habe oft das erlebt, dass Leute nach Jahren irgendwann dann sich doch mal gemeldet haben und gesagt, ja, ich habe es am Anfang überhaupt nicht glauben können. Aber dann kam der Hinweis und der und dann irgendwann hat es Klick gemacht. Und diese Leute wurden dann tatsächlich auch teilweise zu Mitstreitern. Gerade die erst gezweifelt haben. Ja. Schau, jetzt haben wir da gerade einen Chat-Eintrag. Respekt für unseren Mann an vorderster Front, Werner Altnickel. Siehst du? Ja, gut, also warum nicht? Man darf ja auch mal Lob akzeptieren, oder? Ja, natürlich, freut mich. Ja, nee, ich hab nämlich den Werner hier ganz schön strapaziert heute, ne, am Samstag, da hätte er sich eigentlich mal ein bisschen ausruhen dürfen, normalerweise. Du hast ja hart gearbeitet, bis in die Nacht gestern, ne, oder? Ja, das war echt anstrengend, ne? Genau. Ja. Finde ich klasse, dass du für uns Zeit hast, weil das ist ja wichtig, dass wir von dir auch Informationen und Mut tanken, ja, eben an der Sache zu arbeiten. Das ist, du bist halt ein bisschen so eine Galionsfigur, auch wenn das anstrengend ist, ne? Ja, aber ich muss auch sagen, ich meine, selbst die Leute, die ein bisschen Befürchtungen haben, an diese ganzen unangenehmen Themen und Themen ranzugehen, was Tatsache ist, und davor haben sie wahrscheinlich indirekt schon Angst, dass sich ein gewisser Teil des Umfeldes verflüchtigt. Das heißt, die Leute, die die Thematik absolut nicht hören wollen, die lassen sich einfach nicht mehr blicken. Das ist aber auch normal, weil wenn man in einer anderen Schwingung ist als, sagen wir, die Masse, dann passiert sowas eben. Es macht dann eine kurze Zeit vielleicht in einer relativen Einsamkeit auftreten, aber da kann ich Mut machen, es kommen dann andere Leute. Das heißt, die Schwingung, in der man ist, zieht auch andere Leute an. Und ich möchte nicht mehr meinen Zustand von vorher missen, obwohl der, sagen wir mal, nicht so drastisch anders war, weil ich schon sehr lange da tätig bin in diesen Dingen, auch Umweltschutz und so. Aber man kriegt ganz andere Leute als Bekannte und als Freunde, und die sind also nach meiner Meinung wertvoller als das, was sonst so, was weiß ich, partymäßig oder sonst wie drauf ist, ne? Ja, genau. Also man schafft es, andere Leute kennenzulernen, andere Kreise hineinzukommen, und das ist dann auch eine tolle Erfahrung, ne? Genau. Ja, also das macht uns allen Mut, und das ist auch wichtig, nie aufgeben, immer weitermachen, nie sich kleinkriegen lassen, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja den Spruch, nicht? Only action brings satisfaction. Also nur die Tat bringt was. Nicht? Und zu Deutsch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist einfach so. Und jeder, der das auch macht, der merkt ja auch, man bekommt ja auch extra Portionen Adrenalin durch diese Arbeit, die manchmal auch nicht gerade negativ wirkt. Ne? Also ich kann nur auffordern, tut was, Leute. Nur vorm PC zu sitzen und die Dinge zu konsumieren, das bringt's nicht. Es muss raus. Man muss das irgendwie umsetzen, und ich meine, letztendlich ist es sogar so, dass wenn man sich zu viel negative Sachen reinzieht und die nicht verarbeitet, also nicht positiv wieder rausbringt, ja, kann es einen natürlich auch krank machen. Nicht? Insofern bin ich auch Leuten im ersten Schritt gar nicht böse, wenn sie erstmal das verdrängen und sich das nur gestatten, langsam zuzumuten, das zu glauben und dann anfangen zu forschen. Lieber langsam als zu heftig, weil wir haben Leute auch schon erlebt, die haben sich vor den PC gesetzt, also mal unbeleckte Leute, und haben dann innerhalb einer Woche sich alle Grausamkeiten reingezogen, und das war eindeutig zu viel. Also ich sage den Leuten immer, Leute, esst nur so viel, wie ihr schlucken könnt, also auch von der geistigen Nahrung her, ne? Und wandelt es um. Wandelt es um ins Positive. Letztendlich, also mich hat es gestärkt, und ich kenne viele Leute, die hat das Ganze gestärkt. Ich habe noch kaum einen erlebt, der sich das angetan hat, der nachher gesagt hat, ich möchte wieder zurück in die Unwissenheit.
Ja, und was ich persönlich auch noch dazu beitragen möchte, je mehr ich mich jetzt auch damit eingearbeitet habe und auch nach außen hin natürlich bekannt werde und auftrete, ich werde dadurch einfach immer nur noch stärker. Ne? Genau. Das ist, man merkt das, man baut eine andere Aura um sich auf und das merken die anderen und weichen zurück. Mhm. Ja, das ist richtig. Ja. Auch die bewaffneten Uniformierten übrigens. Ne? Also auch aus, okay. Ja, auch aus den Kreisen haben wir Verbündete. Und einige treten ja sogar an die Öffentlichkeit. Ne? Das ist schon eine tolle Sache. Ja, wir haben also ja auch viele Hinweise aus der BRD und so, dass sich dort die Leute auch Gedanken machen, ob das in die richtige Richtung geht. Und diese Kreise kommen eben auch aus den, aus dem Gewaltmonopol. Ne? Mhm. Ja. Na gut. Also das insgesamt würdest du wahrscheinlich sagen, dass diese europäische Konferenz, das ist ja wahrscheinlich eine erste und weitere können hoffentlich noch folgen, oder wie siehst du das? Ja, streben wir auf jeden Fall an, dass man also da, wo man so einen Startpunkt jetzt gesetzt hat, das ist der erste Startpunkt, weil diese Hab-Geschichte schon von 99, wo die EU ja zwar dieses Papier da gemacht hat, aber letztendlich nicht viel umgesetzt hat. Das heißt, ich denke, sie sind abgeduckt unter den Amerikanern. Sie hätten natürlich viel härter Forderungen stellen können, weil gedacht war das ja als Resolution weltweit, um diese Dinge zu ächten. Ne? Deutlich ausgedrückt worden ist es in dem Papier, aber es ist halt kein politischer Druck erfolgt. Es ist dann auf Ablage gekommen. Das kann es nicht sein. Also wir müssen, wir sind ja heute wesentlich mehr wie 1999 an Leuten. Das heißt, unser Potenzial auch Druck ausübend anwenden. Ne? Das ist ganz wichtig. Sonst wird das natürlich verpuffen. Aber wir haben jetzt ja etliche Leute dabei. Ich meine hier auch sauberer Himmel, wo ich damals mitgeholfen habe, wurde ja erwähnt sogar von dem Grünen. Also sowas wird ja auch registriert, ne? Dass es eine Menge Leute gibt, die quasi heute einfach wissen, was sie vor 10 Jahren noch nicht wussten. Und die beobachten uns schon. Also wir sollten da schon reinmarschieren in die Parteibüros, gerade jetzt in der Vorwahlzeit, denen solche Sachen mal auf den Tisch knallen, auch ruhig mal Argumente geben und sagen, hier möchten wir schriftlich beantwortet haben. Also differenzierte Fragen stellen, dass sie wirklich auch schriftlich antworten müssen. Und auch sagen, wir geben uns nicht zufrieden mit irgendwelchen 0815-Anschreiben vom Umweltamt, was wir schon kennen, alles. Nein, richtig anfassen, die Leute. Einfach sagen, ihr wollt auch von uns gewählt werden. Ja? Ich meine, ganz davon ab, wie fragwürdig die heutigen Wahlen sind, weil das ja sowieso nur Scheinwahlen sind. Aber man kann sie auf jeden Fall so kriegen und sagen, wenn du hier vor Ort für mich Ansprechpartner sein willst, dann bitteschön, möchte ich dies und das abgeändert haben. Ganz wichtig, auch ruhig mal reinmarschieren in Polizeidienststellen, ruhig mal eine Anzeige erstatten über Umweltverschmutzung vom Himmel und solche Dinge. Das schadet gar nichts. Nein. Haben wir neulich auch gemacht bei diesem Tankvorgang über Oldenburg, wo die das hier natürlich jetzt rausgedreht haben, also es wäre also erlaubt und so. Also da forschen wir nochmal nach, ob das jetzt so ist, wie sie uns versuchen ruhig zu stellen. Also war ganz interessant. Also zumindest die Polizisten wussten gar nichts von dem Zeug. Hat man wieder ein paar Leute schon mal aufgeklärt. Auch bei Gericht musst du sich mit beschäftigen, schadet ja nicht. Ne? Also, Aktion. Ja, das ist ein guter Hinweis und man kann dir ja auch Informationen zusenden, oder? Zum Beispiel, wenn einem irgendwas auffällt mit irgendwelchen Chemtrail-Aktivitäten oder irgendwelche Flugzeuge oder wie handhabst du das? Oder hast du da keine Ressourcen dafür im Moment? Ja, das ist natürlich ein gewisses Problem. Also wenn es jetzt, sagen wir mal, ganz, ganz wichtige Sachen sind oder ganz, ganz ungewöhnlich. Also normale Streifen am Himmel habe ich genug fotografiert und genug zugeschickt bekommen. Also wenn, sagen wir jetzt ein Flugzeug, was keine Streifen absondert, wesentlich höher fliegt als eins, was Streifen absondert. Also das sind schon interessante Beobachtungen. Oder was man sonst Absonderliches hat, sagen wir, ein Abriss von Streifen. Klare, gute, also wichtig ist auch gute Fotoaufnahmen, nicht verschwommenes Zeug. Das ist schon wichtig. Das kann man auch gut verwenden. Also eindeutige Sachen. Ja. Noch besser ist es, wenn die Leute sich die Mühe machen, mal zu gucken in Wolkenatlas, und solche Sachen, oder eben in die Feuchtigkeitsprofile und Temperaturprofile da oben, dass man das dabei hätte. Das wäre noch besser. Also ein Foto, wo man dann weiß, aha, Temperaturen in der und der Höhe sind gar nicht kalt genug, Feuchtigkeiten sind nicht kalt genug, dass überhaupt ein Streifen entsteht oder länger stehen bleibt. Wenn das dabei ist, ist das 1000-mal mehr wert als 100 andere Fotos. Ne? Ja, und aktiv werden, ne? Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt die Phase, wo wir nur hinterm Computer sitzen, ist jetzt vorbei. Wir müssen auch rausgehen, mit den Leuten reden und mit den Behörden und was weiß ich alles. Ja. Genau, also gerade die Leute in den Behörden sind ziemlich
unterbelichtet in diesen Dingen. Also es gibt ja in jeder größeren Stadt zum Beispiel ein Umweltamt. Rein ins Umweltamt einen Gesprächstermin machen und mit denen mal eine halbe oder Stunde über diese Dinge reden. Mit Fotos dabei, mit was weiß ich, vielleicht ein paar Sachen, die man sich aus dem Internet ausgedruckt hat, auf bestimmte Seiten zu verweisen und zu sagen, hier, wenn ihr noch nichts wisst, guckt es euch an, ich möchte nochmal einen Termin machen, wenn ihr euch das angeguckt habt. Und dann nochmal sagen, was denkt ihr jetzt dafür? Also ich habe einen Erfolg gehabt damals, das war 2003 oder 2004, da habe ich es geschafft, im Umweltamt die Leute von der Agenda 21-Gruppe zu kriegen, also die maßgeblichen Leute von der Stadt, die Stadtangestellten, zu sagen, okay, du kannst da drüber einen Vortrag halten. Da habe ich einen kurzen Vortrag gehalten, da waren also auch Stadtabgeordnete dabei. Also probieren. Das muss nicht unheimlich lang sein. Da kann man 10 Minuten, Viertelstunde mal kurz was erzählen, denen vielleicht eine CD-ROM noch in der Hand quetschen oder eine Video-CD oder was. Oder eben einfach einen Zettel, wo sie sagen, hier, da und da könnt ihr euch informieren, guckt euch das und das an, informiert euch erstmal und dann reden wir noch mal weiter. Also wichtig ist, einfordern ein weiteres Gespräch, dass man im Kontakt bleibt, dass sie sich nicht einfach mit einem Satz rausdrehen können, so nach dem Motto Verschwörungstheorie. Weil das ist vorbei. Ich meine, dazu hat auch dieser Beitrag der EU da mit beigetragen, zu sagen, okay, die haben sich damit beschäftigt. Also absolut durchgeknallter Kram kann es nicht sein, denn wäre man da gar nicht erst eingeladen worden. Ja? Und entsprechende Leute, wie zum Beispiel, habe ich auch auf meiner Seite hier, der italienische Fabio Mini, also General, der sogar im Kosovo-Einsatz da schon in leitender Stellung mit tätig war, der hat wörtlich gesagt, diese Dinge finden statt da oben. Nicht? Also ich habe von 2008 schon einen Beitrag von ihm draufstehen, wo er also über Wetterkriege sich geäußert hat. Nicht? Also dann ein paar Leute aufzählen oder den FBI-Menschen Ted Gunderson da von Los Angeles, der ja leider, wie sein Arzt sagt, vergiftet worden ist, nachdem er da diese Sachen gesagt hat. Aber die einfach mit anführen. Oder Professoren wie Schussedowski. Nicht? Oder also wer da aktiv werden will und richtig was tun will, der kann sich auch gerne bei mir melden. Dann kann ich dann mal so ein paar Sachen vielleicht zum Besten geben. Am besten ich packe mal so eine Bedienungsanleitung mit auf die Seite. Dass man sagt, so die Essentials müssen da drauf. An denen kommen die nicht vorbei. Weil die können nicht Koryphäen an Leuten und teilweise auch NATO-Leute, die es dann zugegeben haben oder FBI-Leute einfach alle für verrückt erklären. Das klappt einfach nicht mehr. Ja, und ich hab den Ted Gunderson noch zu Lebzeiten interviewt und hatte das dann immer so versucht auch zu übersetzen, was er gemacht hat. Ich werde den Link auch nochmal hier hineinsetzen, also wenn man sich das mal anhören will. Und was wir ja auch auf der Seite finden, die ich zur heutigen Sendung gemacht habe, myawakeness.wordpress.com, das ist eine Abbildung vom BRD, Bundesministerium für Bildung und Forschung, wo Geoengineering erklärt wird. Oder da heißt es Climate Engineering. Das heißt, die befassen sich damit, auch wenn sie das noch so sagen, als wie das soll erst kommen. Aber das wissen wir ja, dass wenn die schreiben, das soll erst kommen, dann ist schon längst da, ne? Oder? Korrekt. Also was jetzt stattfindet, die letzten anderthalb, zwei Jahre ja schon, dass quasi die Bevölkerung aufgeklärt werden soll, dass das nötig ist. Und dazu finden, also ich selbst war ja 2011 bei einer Veranstaltung der Evangelischen Akademie dabei, wo der Grassel vom Max-Planck-Institut und andere Leute von Unis quasi das gesamte Thema da referierten. Was dann alles angedacht ist und. Also Grassel sagte sogar, ja, wenn das voll angewandt wird, dann wird der Himmel komplett weiß sein. Ja? Also ich habe das mitgeschnitten, ich durfte das Ding aber nicht verwenden, weil mich dann einige Leute angeschrieben haben und gesagt, sie möchten nicht, dass es ausgestrahlt wird. Ne? Aber dann bin ich quasi mehr oder weniger eingeschmuggelt worden und durfte am Samstag dann meine Sicht der Dinge da um 19 Uhr zum Besten geben und durfte da auch einen Infotisch so aufmachen und ich bin sogar einige Bücher und CD-ROMs und all sowas losgeworden. Das findet statt, wie gesagt, bei kirchlichen Institutionen, damit auch die Pfarrer dann Bescheid wissen, damit die von der Kanzel am besten auch dasselbe Zeug runter erzählen. Dann wurden also vom BUND waren Leute dabei, aus Ortsgruppen. Die sollen alle in dem Tenor dann gleich geschaltet reden. Ne? Da gehe ich von aus. Bei den Unis finden Veranstaltungen statt. Habe ich den Grassel in Oldenburg auch schon mal erlebt und ein bisschen geärgert mit ein paar Fragen zu haben und so. Das ist auch ganz wichtig. Wenn solche Veranstaltungen vor Ort sind, stört die einfach. Geht da rein und stellt da mal ein paar unbequeme Fragen. Die reagieren ziemlich angefasst, die Jungs. Ja? Weil denen dann, da knirscht dann der Sand im Getriebe. Ne? Weil sie versuchen es ja zu verkaufen, als wenn ja die Klimakatastrophe, die ja von vorne bis hinten erlogen ist, dient ja dann als Alibi, um diese ganzen Dinge dann zu rechtfertigen. Nicht? Unter Verschweigung der Tatsachen, die wirklich klimatisch kaputt gemacht worden sind, eben größtenteils durchs Militär, durch oberirdische Atomtests, durch Raketenstarts tausendeweise,
die Ozonschicht zum Beispiel kaputt gemacht haben und andere hübsche Dinge, die uns dann übergebügelt werden und versucht werden zu erklären, als wenn wir mit den Spraydosen dran schuld gewesen wären. Ja, ja, das war der größte Witz, ne? Ja, so Massenverarschung an Gru. Nicht? Wobei man da ja auch noch sagen muss, dass der Hauptgrund, und das ist ja das Clevere, das muss man den Leuten ja wirklich sagen oder lassen, der Hauptgrund war ja, warum sie es hochgespielt haben, dass Monsanto, dass der große Chemiekonzern USA, DuPont, die Patente damals ausliefen für Fluorkohlenwasserstoffe. Ja, und weil die ja 30 Jahre immer laufen und dann hätten eben die ganzen indischen und chinesischen Verbraucher hätten dann eben die Fluorkohlenwasserstoffe in ihren Kühlschränken die Lizenzgebühren nicht mehr mitbezahlen brauchen. Und dann hat man sich sehr clever das R134a ausgedacht, wo dann die Laufzeit wieder 30 Jahre ist, was übrigens 4 bis 5 Mal so teuer ist wie die alten sehr guten Fluorkohlenwasserstoffe R11 und 22, die ja dann verboten worden sind in der westlichen Welt durchs Montreal-Protokoll. Die Chinesen haben gleich gesagt, ihr spinnt ja wohl und haben sich gar nicht drum gekümmert. Ist ja auch korrekt so. Und spricht heute noch einer großartig hier vom Ozonloch? Nee, man hatte es durch politisch. In der westlichen Welt verwendet keiner mehr die alten Stoffe. Und fertig. Und sie machen ihr bombastisches Geschäft. Ja, das ist auch viel zu wenig bekannt. Wen das näher interessiert, gibt es auch ein kleines Büchlein darüber, wo das sehr gut beschrieben worden ist, diese ganzen Vorgänge. Ja, das ist also ungeheuerlich, ne, was da. Ja. Vor allen Dingen, eigentlich müsste man ja sagen, ihr habt uns gesagt, es wird alles hier verbrennen, es wird immer heißer und deswegen wegen CO2 und alles. Und es wird ja immer kälter. Wir haben ja keinen Frühling, wie in sonst normalerweise üblich war. Es ist ja schon fast eine kleine Eiszeit hier, hat man schon fast das Gefühl, oder? Da kann man auch darauf aufmerksam machen. Ja, es ist ja so, ich meine, ich weiß nicht, 2-3 Jahre ist es ja her, wo eben die Forschungsanstalt in England, da Anglia heißt hier, glaube ich, wo dann dieser Schriftverkehr gehackt wurde und dann eben rauskam, wo die wörtlich dann sich gegenseitig schrieben, ja, welche Erklärung bringen wir den Leuten denn jetzt? Es wird ja kälter, ne, in den letzten 9 Jahren und so weiter. Nicht? Es ist von vornherein, es ist ein Riesengeschäft. Die ganzen Unis, die ihre Forschungsaufträge dadurch bezuschusst bekommen, klappt ganz wunderbar. Sobald da Klimakatastrophe drüber steht, kriegen die für fast jedes eine Forschungszusage an Unterstützung. Und deswegen machen die Klappe auch nicht auf. Das war ja auch der Grund, warum hier der Meteorologe der Uni Oldenburg, der mir also sehr deutliche Sachen gesagt hatte und mir auch versprochen hatte, dass ich, das war 2004 schon, Radaraufnahmen bekomme, also von östlichen Satelliten, weil er sagte gleich, die amerikanischen Sachen brauchen wir gar nicht nehmen, die sind eh in vielen Dingen retuschiert. Ja. Und der dann aber abtauchte und nachdem ich bei der Greenpeace-Gruppe, die ich damals geleitet hatte, hier in Oldenburg, einer hingelaufen war und gesagt hatte, ja, ist ja toll, was du da erzählt hast dem Altnickel und stimmt das denn alles? Und er mich daraufhin dann anrief, ganz aufgeregt, und sagte, um Gottes Willen, ich komme in Teufels Küche, nicht mehr meinen Namen verwenden. Tue ich seitdem auch nicht mehr. Aber das ist, so läuft es. Ja, ja, und man sieht vor allen Dingen auch in den ganzen Werbungen, die rauskommen, ob das jetzt im Fernsehen ist oder in Print und auch in den ganzen Filmen, ob das Fernsehen oder Hollywood ist, einfach immer diese bedeckten oder weißen Himmel oder die Streifen. Und da denkt man, das ist so, ne? Das ist normal, ne? Oder? Ja, natürlich. Das ist psychologische Kriegführung, wenn man es genau nimmt. Die Leute eben durch alles, was sie umgibt, dahin zu bringen, zu sagen, ja, es ist ja normal. Ne? Die Amerikaner sind ja sogar so frech, haben also hatte ich auch bei meinem Vortrag bei der NZK, glaube ich, abgebildet, auf Parkplätzen Riesenflächen von, ich weiß nicht, 8 Meter mal 4 Meter, Riesentransparente aufgehängt. Da stand drauf, nur ein Tag mit Contrails ist ein schöner Tag. Hammer. Ja, das steht da drauf. Also, und dann ihre Briefmarkenserie mit den ganzen neuartigen Himmelsgebilden, die dann also auch neue Namen kriegten. Um eben zu sagen, ja, wenn es auf der Briefmarke ist und ich gucke auf den Himmel, ja, genau so ist es. Ist normal, ist ja auch auf der Briefmarke. Ja, ja. Die NASA neue Wolkendefinition, ne? Ja, es ist nur irre alles. Ne? Glaube ich. Und, So, pass auf, Werner, wir gehen jetzt so langsam schon auf die Pause zu, die gleich um 16 Uhr stattfinden wird. Mhm. Ich wollte jetzt nochmal alle bitten, die also jetzt hier Fragen an uns haben oder an dich haben oder eben Kommentare bringen möchten, die mir dann per E-Mail reinzusenden unter radio@wakeness.net. Dann können wir da auch in der zweiten Stunde
der heutigen Sendung ein bisschen darauf eingehen. Und ganz wichtig ist es auch, wenn hier mal Player-Probleme sind, und wir wissen ja, ne, bei heiklen Themen werde ich immer gestört. Ne? Das letzte Mal war Donnerstag, ne? Da musste ich dann alles wieder neu starten. Im Moment ist noch nicht so weit. Ne? Wir wissen noch nicht, ob der BND, Mossad oder sonst wer hier dann irgendwann nochmal eingreifen. Wahrscheinlich erst in der zweiten Stunde. Wie auch immer. jedenfalls, wenn ihr mal einen Player findet, der nicht gut geht, dann nehmt einfach einen anderen. Wir haben 5 Player auf der Seite. Ich will das nochmal wiederholen. Es gibt einmal den ICRN Radio Player, das ist der Player 1. Dann den United We Strike Radio Player, das ist der zweite daneben, Player 2. Auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Und dann gibt es den New Live Player 3 mit Wake News Radio. Und darunter gibt es noch Milen FM und Joyce.net. Die könnt ihr auch nutzen. Also wir haben 5 Player. Irgendeiner wird schon funktionieren. Ne? Solange sie uns nicht insgesamt abklemmen. Aber das werden wir zu verhindern wissen. Auch habe ich meinen Kollegen parat, der einsteigen würde, wenn wir hier wechseln müssen von einem Land ins andere. Ne? Wenn sie uns hier zu sehr bombardieren. Ne? Okay, aber das nur so am Rande. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt nicht ein neues Thema an, sondern wir gehen jetzt einfach mal in die kurze Pause. Und dann fangen wir gleich danach mit voller Kraft wieder an, weil jetzt müssen sowohl unsere Zuhörer als auch wir mal kurz einen Kaffee oder sowas trinken, damit wir wieder gestärkt sind. Und wir hören jetzt hier in der Pause von The Abroad, einen neuen Tune, One Earth, klasse Musik. Und hier ist der Detlef vom Wake News Radio mit dem klasse Gast Werner Altnickel im United We Strike Radio Marathon. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Es wird hochspannend, ja, 2 Stunden. Also bleibt dran. Holt euch schnell einen Kaffee. Ne? Bis gleich. Ciao, ciao. You're listening to the International Community Radio Network.
IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Live. Ja, hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV im United We Strike Radio Marathon. Und ich begrüße euch hier am 11.05.2013 zur zweiten Stunde unserer heutigen Sendung im deutschsprachigen Teil von der United We Strike Radio Marathon Sondersendung, die wir übrigens jeden zweiten Samstag im Monat umsetzen. Und das machen wir jetzt schon relativ lang, muss ich sagen. Gut, immer mal ein bisschen anders in der Organisation, aber wir sind da auch schon eine ganz kontinuierliche Initiative, die immer spannende Sachen bringt. Und wir werden ja im Laufe des Tages noch eine Menge hören. Und ich höre schon den Werner im Hintergrund, der kann vielleicht noch einen Moment sein Mikro stumm schalten. Der ist also schon gleich da für uns wieder. Aber noch ein paar Hinweise hier. Wir hörten in der Pause die neuen Song hier von Gordon Helmer, The Abroad, klasse Song mit One World. Ja, und wir haben auch jetzt im Test seit heute einen Music Channel von Wake News Radio, wo wir ausschließlich Musik streamen in einer sehr guten Streamqualität von 320 Kilobytes pro Sekunde. Und das ist also für alle Musiker interessant, die uns gerne auch mal ihre Musik reinsenden wollen, die wir dann natürlich auch auf den anderen Sendern mitspielen, aber eben auch dort gezielt nur die Musik vorstellen. Also wer da Interesse hat, kann sich an uns wenden unter radio@wakeness.net. Und der Player befindet sich im Übrigen jetzt auf der Wakeness.net, Wakeness Radio Seite ganz rechts, ist extra markiert. Kann man draufklicken und hören. Ja, und wie gesagt, alle, die auch jetzt gerade erst eingeschaltet haben oder oder vielleicht ganz neu dabei sind, ne? Es hat also fünf Player auf der Seite, Player 1, Player 2, Player 3, Milen FM und Joyce.net, wo man hören kann, wenn also einer mal nicht funktionieren sollte, auf einen anderen ausweichen oder auch die Seite nochmal aktualisieren, das hilft manchmal auch schon, ne? Oder Player an- und ausschalten. Okay. Das vielleicht mal noch dazu. Wir haben heute das heiße Thema der Giftcocktail aus der Luft, die staatlich geförderte Zerstörung unserer Umwelt. Und wir haben unseren Gast Werner Altnickel hier bei uns, der also kompetent uns auch schon in der ersten Stunde zum Beispiel über das kürzlich stattgefundene europäische Treffen informierte im Europaparlament. Und weitere Informationen könnt ihr bei ihm auch auf seiner Webseite finden, dazu chemtrail.de und ich glaube chemtrails.ch, das kann er uns gleich nochmal sagen. Klasse, dass er da heute für uns zur Verfügung steht. Ja, und wir haben die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen, nicht nur im Chatraum, der hier sich auf wakeness.net, Wakeness Radio befindet. Da gibt es sogar zwei, bei United We Strike und Wake News Radio, wo das Ganze simpel geht. Man muss sich da nicht groß registrieren. Kann man einfach Fragen da reinbringen oder Kommentare und natürlich mir zusenden, das mir lieber unter radio@wakeness.net, weil ich dann in Ruhe lesen kann, weil im Chat ist zu viel Bewegung dann. Okay, es gibt auch schon viele Fragen und so hier, die werden wir dann auch versuchen, eins nach dem anderen vorzunehmen. Okay, jetzt schauen wir mal, ob der Werner schon wieder drin ist. Werner, bist du schon wieder freigeschaltet? Ja, bin ich. Klasse. Ja, du hast uns ja super schon einige Sachen erzählt in der ersten Stunde. Du hast natürlich noch ein großes Repertoire an Themen, was damit zusammenhängt, die uns alle interessieren, und wir wollen dir da die Gelegenheit geben. Wie wollen wir das machen? Ich habe hier zum Beispiel mal eine Frage vorab, da können wir ja ruhig mal eine mehr reinnehmen. Da schreibt jemand, Frage an Herrn Altnickel, ich lebe hier auf den Kanaren und gestern fiel mir etwas auf und ich wollte wissen, ob das von den Chemtrails kommt oder doch eher ein aufregendes Spektakel aus dem All. Und zwar hatte ich die Sonne im Rücken über den Bergen und das Meer lag vor mir, wolkenloser Himmel, aber über dem Meer sah man Strahlen wie von der Sonne, aber die Sonne war ja hinter mir. Wie war das? Wie kann das passieren? Kannst du da was dazu sagen? Oder? Ja, kann ich natürlich nur vermuten, weil ich das jetzt nicht live sehe, wie es aussah. Ich meine, es könnten natürlich irgendwelche Reflexionen gewesen sein, die durch irgendwelche Partikel in der Luft zurück, die Lichtstrahlen zurückgeworfen wurden. Nicht? Ähnlich wie fatamorganische Erscheinungen vielleicht.
Weil diese Stoffe sind ja, bleiben ja auch lange Zeit in der Luft, ohne dass man sie vielleicht unbedingt als Streifen, als Chemtrail-Streifen erkennen kann, oder? Es wird mir auch berichtet, dass es also auch verschiedene Arten von Chemtrails gibt, die da versprüht werden. Ist das richtig? Ja, also erstmal zu den ersteren ist gesagt worden, also damals schon aufgrund der Patente der Chinesen, dass quasi das, wenn das eine gewisse Zeit ausgebracht wird, das über bis zu Monaten am Schweben bleibt, ne? Je nachdem, wie die thermischen Verhältnisse sind. Und neuerdings wird ja sogar an bestimmten Teilchen gearbeitet, die also bipolar sind, die also oben quasi, also Mini-Teilchen muss man sich vorstellen, also im Nanomaßstab, also oben quasi Aluminium reflektierend sind und nach unten hin ein anderes Material, sodass sie einen natürlichen Auftrieb selbst machen. Also die steigen von selber auf durch diese bipolare verschiedene thermische Reaktionen. Hängt das auch mit den Polymeren zusammen, die da ja auch diese Fasern, die da auch mit einer Rolle spielen oder nicht? Ja, das das ist eine ganz neue Technik, Herangehensweise jetzt. Die der Kies, also der seit Jahrzehnten da im Gange ist mit Geoengineering, quasi vorgeschlagen hat. Gut, wenn die vorschlagen und das langsam uns zur Kenntnis kommt, kann sein, dass es inzwischen schon probiert wird, das Ganze. Ja gut, das mit den Polymeren, das war so der erste Schritt, eben das Absinken quasi zu verzögern von den Partikeln, ne, die sich also an die Polymere anhefteten und dann quasi wie so eine Art Fallschirm wirkten und dann den Auftrieb, den thermischen Auftrieb auch nutzen. Also sprich, zur Materialersparnis beizutragen, weil das Zeug dann eben nicht so schnell runterfällt. Ja, cool. Also das wäre jetzt ein elektrostatischer Effekt oder eine Mischung aus Elektrostatik und anderen Phänomenen, die da genutzt werden sollen. Also die machen sich da schon einen Kopf drum. Ja, vor allen Dingen auch, um die Dinge zu verschleiern, denn viele Leute fällt das auf, ne? Oder? Ja. Die berühmten Schleier wollten, die uns immer angekündigt werden im Wetterbericht, ne? Was verschleiern die denn? Ja, genau. Die sagen uns ja offen ins Gesicht, was eigentlich abläuft, ne? Ja. Ich habe da noch eine weitere Frage zu dem Thema Skalarwellen. Hallo Detlef, hallo Werner. Frage an Werner. Aufgrund der Sendung vom Donnerstag, ich hatte ja da hier Gäste von ICAACT und EuCatch, da hatten wir das Thema unter anderem mit Skalarwellen, mit dem Henning Witte. Also aufgrund der Sendung von Donnerstag wollte ich von Werner wissen, ob er das bestätigen kann, dass Skalarwellen, bekannt als Teslawellen, eine große entscheidende Rolle dabei spielen, und wie er das sieht. Also er meint jetzt hier wahrscheinlich in Bezug auf HARP und Chemtrails, und spielt das auch eine Rolle? Also bei HARP ja auf jeden Fall. Ich meine, Chemtrails sind ja nur ein zusätzliches Medium, was quasi benötigt wird, um bestimmte HARP-Effekte besser ausführen zu können. Also Skalarwellen, klar, hat man also bei jeder Art von, das sind ja Tesla-Wellen, die Tesla schon vor mehr als 100 Jahren quasi entdeckt hat, die also die Eigenschaft haben, dass sie sehr, sehr schwer detektierbar sind und eben nahezu verlustlos alles durchdringen, also auch quer durch die Erde gehen, nahezu ohne Verluste und auch mit anderen Geschwindigkeiten unterwegs sind, teilweise nicht gebunden sind an die 300.000 Stundenkilometer, die uns ja immer suggeriert werden. Ne? Ja, also schneller als Licht quasi. Ne? Ja, genau. Ne? Ja, also Tesla-Wellen, ich meine, das haben wir ja auch gelernt, Tesla beziehungsweise Skalarwellen senden wir ja selber auch aus, irgendwie. Das ist ja diese telepathische Übermittlung möglicherweise, mit den Neutrinos auch und alles Mögliche. Aber jetzt kommt da noch was anderes hier. Hallo Detlef, hallo Werner. Wollte von Werner wissen, ob ihm das auch aufgefallen ist oder Informationen dazu hat, dass die Sonne oder die Erdachse beim Sonnenuntergang während des Jahres sich um circa 38 bis 40 Grad Richtung Süden verschiebt. Ja, die haben ja sogar in den öffentlichen Medien, im Fernsehen das schon mal gebracht, dass also quasi die Erdachse quasi eine Art Tanz vollführt. Ne? Also der nicht stabil immer auf einem Punkt ist, sondern auswandert, ne? Und in einem Kreis sich bewegt. Und so pendelmäßig. Pendelbewegung, genau, also kein ganz stabiler Kreisel wäre die Erde dann, sondern also ein etwas instabiler, der ein bisschen ruckelt. Das hängt natürlich auch mit anderen Sachen zusammen oder Phänomene, die wir ja erlebt haben, also dass unser Erdmagnetfeld also ja sich auch schon gewaltig geschwächt hat.
Und da sind eine Menge Dinge am Gange, also auch jetzt natürlichen Ursprungs, die in immer wiederkehren innerhalb langer Zeiträume im Rahmen der Erdgeschichte. Und die natürlich auch diese natürlichen Klimaschwankungen schon immer bewirkt haben. Also siehe Grönland, was ja wirklich mal besiedelt worden ist und so weiter. Das sind ja also alles Dinge, die wiederkommen. Und ich meine, die Klimakatastrophe, die sie uns jetzt hier an die Wand malen, ist ja teilweise, also die Klimaänderung, wenn man so sagen, die haben jetzt mit dieser propagierten Klimakatastrophe gar nichts zu tun, die finden einfach statt. Es hat immer Warmzeiten und Kaltzeiten gegeben, das ist einfach so. Und im Moment wandern wir quasi durch andere interstellare Räume mit unserem gesamten Planetensystem. Und natürlich gibt es dann auch Änderungen da. Ich meine, die Sonne ist wesentlich gleißender geworden, das müsste eigentlich jedem klar geworden sein. Wenn man ältere Kinderbilder sieht, da ist die Sonne gelb gemalt. Ich habe die auch noch gelb erlebt. Etwas gelber wie heute. Heute hat man ja ein gleißendes Weiß. Ja. Und die Sonne reagiert natürlich auf bestimmte Dinge. Und was außerdem dazu kommt, ist ja wirklich, dass bestimmte Schutzschichten der Erde geschwächt worden sind. Wie ich vorhin schon erwähnte, eben durch Raumflüge und Raketenflüge und alles Mögliche durch diese Schichten hindurch, die da so eine Menge kaputt gemacht haben. Deswegen haben wir ja auch eine gewaltig höhere UV-Strahlung, die hier in Norddeutschland, also das Höchste, was ich gemessen habe, war 9,4 und ein aktiver Kollege aus dem Süden, der hat also 12,5 in Bayern gemessen. Das sind also Werte, die tauchten sonst höchstens am Äquator mal auf. Ne? Ja. Wow, ja, das ist, sind also merkbare, spürbare Veränderungen auf der Erde, die ich auch nur bestätigen kann. Hier schreibt jetzt jemand noch, hallo Detlef und Werner, begeistert von euren Aktionen, möchten wir von Werner wissen, ob er sich bereit erklärt, für einen Unkostenbeitrag plus Verpflegung bei Bürgerversammlungen einen Kurzvortrag zu den wichtigsten Punkten zu halten. Wollen wir dich ja hier schon anwerben. Ne? Also grundsätzlich ja, bloß ich kriege natürlich dermaßen viel Anfragen, dass ich kann jetzt nicht für 20 Leute irgendwie durch die Gegend fahren. Das ist auch nicht unbedingt der Grund wegen Kosten bei mir, sondern das gibt meine Zeit einfach nicht her. Nicht? Also es muss schon ein bisschen effektiv sein. Also ich meine, wir haben es neulich mal erlebt, voriges Jahr, da waren wir in Österreich und da waren 50 Leute im Saal. Ich meine, ich habe auch schon andere Säle erlebt mit 1000 Leuten und 600 Leuten in Hamburg damals. Und ich sag mal so, abhängig von der Entfernung, also wenn es relativ nahe dran ist, fahre ich auch mal für 20 Leute irgendwo hin. Je weiter das weg ist, desto mehr Leute erwarte ich da, dass sie da auch sitzen. Weil es ist ja schon ein ziemlicher Zeitaufwand und auch anderer Aufwand für mich. Ne? Ja, und was man dann vielleicht auch organisieren sollte, ich meine, wenn du hier bei mir in der Nähe mal sein solltest, im Baden-Württemberg, südlichen Baden-Württemberg oder Schweiz hier, dann komme ich selbst auch mit Aufzeichnungen und dies und jenes. Aber das ist natürlich etwas, was organisiert sein müsste. Wer da Vorschläge hat hier von der Zuhörerschaft und das hier mit organisieren will, dann können wir den Werner mal fragen, ob er kommen will. Ne? Also im Grunde mich direkt kontaktieren, am besten eben kurz anrufen. Ich rufe dann auch zurück. Also ich habe meine Handynummer nur deswegen drauf, weil ich ab und zu ich immer zwischen zwei Wohnsitzen hin und her pendel. Und ich rufe aber sofort zurück, weil das Handy will ich auch noch möglichst sekundenweise nutzen. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Vielleicht kommen wir danach nochmal drauf. Ja, wegen den Strahlungen. Ja, okay. Genau. Ja. Das ist jetzt mal, sollten wir im Moment eine Pause machen. Wer noch Fragen reinschicken will, Kommentare, Infos und so, macht das bitte unter radio@breakness.net. Dann versuchen wir das nachher noch im Laufe des Ende dieser Stunde da reinzubringen. Ich würde sagen, dann mach du mal weiter mit deinen wichtigen Themen. Okay, also nochmal kurz zurück zur EU-Konferenz, wo ja eben hier der Grüne Werner Schulz eben auch erwähnt hat, dass es eben auch die Bürgerinitiative Sauberer Himmel gab. Sehr erstaunlich fand ich dann, dass also Dominik Stohr vom Sauberer Himmel nichts berichtet hat, weder im Vorfeld angekündigt zu dieser sehr wichtigen Konferenz, der weltweit wichtigen Konferenz, als auch im Nachklapp. Ich glaube, nach 3 oder 3,5 Wochen hat er dann einen Artikel dazu geschrieben. Finde ich schade. Also ich habe absolut nichts gegen die Initiative, auch obwohl ich da ausgestiegen bin. Das liegt aber nicht an der Initiative, sondern eins und allein an Dominik, mit dem ich da nicht klarkam und deswegen auch meinen Hinweis auf meiner Seite da drauf habe. Die Leute finde ich klasse, die das machen, die sich einsetzen für die Thematik, die Zettel verteilen und so weiter und so fort. Das hat also überhaupt nichts zu tun. Ich sehe mich auch nicht als Konkurrenz. Ich mache mein Ding
sowieso weiter. Ich mache es seit 2003 und das scheint also bei Dominik in falschen Hals gekommen zu sein. Ich will jetzt hier nicht eine zweite Bürgerinitiative aufmachen. Könnte ich auch gar nicht leisten. Ich mache mein Ding, sie machen ihrs und wie gesagt, klasse, was die Mitarbeiter da bringen, speziell in den Ortsgruppen. Ich finde auch nach wie vor, habe ich auch nichts gegen Greenpeace, weil ich meine, die Greenpeace-Leute in den Ortsgruppen, ich kenne da auch viele von und die mich nach wie vor auch kontaktieren, machen auch wertvolle Arbeit. Das Dumme ist bei Greenpeace eben, dass von oben gebremst wird in bestimmten Themen. Ne? Das einfach nicht zu sein hat, was bestimmte Kreise nicht wollen. Das nochmal so an die Adresse der Mitstreiter auch auf anderen Gebieten. Wir sollten zusammenarbeiten und nicht da Tabus uns gefallen lassen. In keinster Weise. Ja, zu Greenpeace muss ich nochmal sagen, also ich habe nochmal so ein altes Greenpeace Magazin wiedergefunden. Das stand also damals schon, das muss ungefähr 14, 15 Jahre her sein, Ökodiktatur naht. Ne? Was wir heute haben, ist ja nicht nur Ökodiktatur, sondern Ökofaschismus. Und ich wollte noch mal kurz eingehen auf eine Sache, also hier im Rahmen der Wetterkriege, die ja stattfinden. Da hat auch tatsächlich der finnische Umweltschutzguru Pentti Linkola die Konzentrationslager, also der hat Konzentrationslager für Ökosünder und für Klimaerwärmungsgegner gefordert. Das muss ich mal vorstellen. Der spricht also inzwischen offen das aus, was die Elite schon seit Jahrzehnten fordert, die Massenvernichtung von überflüssigen Menschen. Das sei notwendig, um den Planeten vor der ökologischen Zerstörung zu retten. Also der Knabe hat Folgendes gesagt, also die Leugner des Klimawandels sollen also in Konzentrationslagern umerzogen werden. Ja? So sieht des Weiteren sieht der Finne ein Überleben der Mutter Erde nur, wenn 3/4 der Menschheit getötet werden. Das hat er gesagt. Also, es ist schon irre, ne? Reisen mit Autos sollen verboten werden und wer was dagegen hat, wird in Konzentrationslagern umerzogen und sterilisiert. Das muss ich mal vorstellen. Also, es wird immer irrer, das Ganze, ja? Und das können solche Leute also ungestraft sagen, anscheinend, ne? Ja, weil, ja, aber nur, weil die Leute nicht aufgewacht sind, weil sie das nicht realisieren, was das bedeutet, ne? Ja, oder die denken einfach, der spinnt, ne? Ich meine, solche Töne haben ja schon die Eliten vor x Jahren gesagt. Also Club of Rome, gibt es ein interessantes Buch übrigens vom J.K. Fischer Verlag dazu. Sollte man sich unbedingt mal antun. Da ist beschrieben, also was die mit uns vorhaben. Weil die meisten Leute halten ja auch den Club of Rome für einen sehr angesehenen, tollen Verein. Aber die haben ganz andere Ziele, die für uns also ziemlich ungesund sind. Ne? Ja, nicht? Also Umweltschutz wird der neuen Weltordnung als Rechtfertigung für eine Tyrannei sein, welche dieses Jahrhundert bestimmen wird. Dazu gehören Eugenik, Sterilisation, Konzentrationslager und Versklavung. Und unter diesem Tenor muss man auch sehen, das brauchen wir heute nicht groß behandeln, aber in den USA diese massenhaften, ich glaube über 800 Konzentrationslager, die da ja schon existieren. Das heißt, das ist nicht nur angedacht, sondern das ist geplant, wird seit Jahrzehnten vorbereitet und fertig. Die FEMA, also drüben die Katastrophenschutzbehörde, hat 1984 überhaupt ja ein bezeichnendes Jahr, quasi schon eine Übung durchgeführt, um 400.000 Amerikaner also wegzusperren. Ja? Das ist nur irre, was hier abgeht. Ne? Ja, und vor allen Dingen, da sollte man vielleicht noch dazu erwähnen, dass auch die Warenhäuser da drüben, also diese Lebensmittel und was weiß ich für Warenhäuser, auch umgebaut werden können zu solchen, also Walmart zum Beispiel, solche Sachen. Ja. Und man sollte auch vielleicht mal überlegen, warum es so große Stadien gibt, überall. Die kann man ja auch absperren. Ne? Die sind ja abgesperrt. Ne? Ob man die nicht auch umwandeln kann, ne? Oder? Es gibt auch ganz andere Ideen noch. Also uns hat damals, also im Rahmen der Anti-Atom-Arbeit, die ich gemacht habe, hat uns damals jemand von der Kommunistischen Partei besucht in Oldenburg und darauf hingewiesen, dass also bestimmte Autobahnabschnitte, wo also extrem hohe Lärmschutzwände aus Beton sind, die total glatt sind und auch kein Auslauf ist, die könnten im Notfall dann, also sei es jetzt beim atomaren Unfall oder bei anderen Dingen, vorne und hinten einfach zugemacht werden und dann hat man da einen riesen Käfig. Ja. Das war mir auch neu. Ne? Ja. Und irre, aber ich meine hier diese, nochmal um auf diesen finnischen Likola da zu kommen, wer ein Kind will, braucht eine Bewilligung vom Staat. Ich meine, wenn man sich Schöne neue Welt da anguckt, das Buch oder das Hörbuch mal anhört, habe ich übrigens auch auf dem Kanal, das ist ja genau die Nummer, die quasi vor x Jahrzehnten quasi von maßgeblichen Leuten, die eingeweiht waren, uns schon mal untergejubelt worden sind.
Ja, es ist also unwahrscheinlich, was da alles noch in den Plänen drin ist, die wir offiziell jetzt hier noch gar nicht kennen. Ne? Ja, und ganz aktuell, also hier der John P. Holdren, der für Obama arbeitet, der hat ja gesagt, also Obamas Wissenschaftler spricht sich für ein globales Regime aus, das die Menschheit durch Zwangsabtreibung, Zwangssterilisierungsmaßnahmen, der Medikation, der Wasserversorgung und Genfood dezimieren soll. Also bitte, die sagen uns das ja auch. Ne? Ja, also wir sollten die ernst nehmen, die Leute. Und aber auch was dagegen sagen, dass uns das nicht gefällt, das ist doch wohl klar. Ne? Auch gerade Soldaten, also wer Kontakt zu Soldaten hat, sei es zu Bundeswehrsoldaten oder zu Alliierten, die ja hier auch noch massenhaft da sind, wir haben ja 75.000 Besatzungssoldaten von den Amerikanern und 30.000 von den Briten da, die sollte man mal kontaktieren, das sind ja nette Menschen teilweise, aber denen mal klar machen, was mit denen gemacht wird und welche Aufgabe die haben am Tag X vielleicht. Ja? Das ist ja unheimlich irre, was da hier alles vorbereitet wird. Ja, es ist jetzt auch dieses Militärgerichtsgebäude da errichtet worden in Sennelager, das also für riesige Kapazitäten ausgelegt ist. Das ist da in Nordrhein-Westfalen. Also da kommt es bald von den Briten, ne? Ja, das ist hier noch ein weiteres Zitat. Einer der führenden Personen Großbritanniens, Sir David Attenborough, sagte in einem Radiointerview ganz frisch am 21. Januar 2013, wir sind eine Plage für die Erde. In den nächsten 50 Jahren oder so wird es sich rächen. Dabei geht es nicht nur um den Klimawandel, es bestände einfach Platzmangel, Flächen, an denen für diese Horde, ne, also uns, Nahrungsmittel angebaut werden können. Entweder begrenzen wir die Zunahme dieser Bevölkerung oder die Natur wird es für uns tun, wie sie es schon im Augenblick für uns tut. Ne? Ja. Das sind ja nette Gedanken. Aber ich meine, die können ja mit sich mal anfangen. Wenn sie meinen, die Leute müssen dezimiert machen, könnten sie ja mal mit dem Vorbild vorangehen und vielleicht mal sich selber um die Ecke bringen, ne? Anstatt andere Leute damit zu meinen, ohne uns zu fragen. Ne? Ja, die leben ja vor allen Dingen in Saus und Braus und haben riesengroße Villen, die Heizung und Strom benötigen, die also halbe Kleinstädte versorgen könnten. Ne? Ja, das ist ja überhaupt das Irre, wenn man Al Gore sieht, der wohnt ja in einem riesen Palast, der so wahnsinnig viel Energie verbrät. Ja? Ne? Erzählt aber uns hier einen von Klimakatastrophe und die Leute sollten also sparsam mit Energie umgehen. Ich meine, allein das erledigt sich ja dann schon von selber, wenn solche Vorbilder uns Sachen da verlangen wollen. Ein Beispiel jetzt nochmal also für Krisensituationen, die wir demnächst höchstwahrscheinlich erleben werden. Also im Raum Stuttgart hat eine neue geheime US-Behörde mit der Bezeichnung Joint Interagency Counter Trafficking Centers ihren Sitz. Was sie dort machen, weiß auch die deutsche Bundesregierung nicht so genau. Unter den Mitarbeitern sind FBI-Agenten, Mitglieder der US-Heimatschutzbehörde, was haben die denn hier zu suchen, der US-Einwanderungs- und der Zollbehörde sowie Vertreter des US-Außen-, Energie- und Finanzministeriums. Nach Erkenntnissen der Bundesregierung sind die Mitarbeiter dem US-Verteidigungsministerium unterstellt. So, das wird jetzt spannend. Das bedeutet, dass diese US-Behörde aufgrund ihrer Zusammensetzung polizeiliche und militärische Befugnisse hat. Deutsche Streitkräfte dürfen nach dem Grundgesetz keine polizeilichen Aufgaben im Inland übernehmen. Die Amerikaner dürfen das aber auf deutschem Boden. Ne, weil die Bundesregierung zugibt, dass die Mitarbeiter der US-Heimatschutzbehörde schon an deutschen See- und Flughäfen tätig sind. Nicht? Die USA haben ohne deutsche Zustimmung diese neue Behörde installiert. Die brauchen uns auch gar nicht fragen, weil wir eben noch immer keinen Friedensvertrag haben und weil die Jungs eben hier noch Besatzungsstatut ausüben. Nicht? Die Feindstaatenklausel der UNO gibt es noch und so weiter. Das werden ja die meisten Leute vielleicht wissen auf deinem Kanal. Aber vielleicht sollte man da auch nochmal hinweisen drauf, gerade wenn man so Verwandte, Bekannte oder sonst was hat bei diesen Organen oder eben Bundeswehr, dass die mal vielleicht seelisch darauf vorbereitet sind, was uns blühen kann, wenn wir hier seltsame Zustände kriegen. Also sei es, die Wirtschaft bricht zusammen, das Banksystem wird sowieso zusammenbrechen, weil dann werden wir ziemlich abstruse Zustände hier kriegen. Gut, ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinkriegen, müssen wir vielleicht eine andere Sendung zu machen. Ganz wichtig ist also Vorsorge treffen. Nicht nur da lade ich dich gerne ein, das machen wir lieber nochmal in einer separaten Sendung. Genau. Und dann konzentrieren wir uns jetzt nochmal auf, wir haben noch so ungefähr eine knappe halbe Stunde, nochmal auf die wesentlichen Punkte, die du noch reinbringen willst, hier bezüglich den Dingen, gell? Genau, Wetter und so weiter. Ne? Genau. So ist es, ja. Ja, alle sprechen vom Wetter. Leider heutzutage nicht mehr, weil über das fremdgemachte Wetter sollte man viel mehr sprechen.
Also, was ich mir angewöhnt habe, nochmal so für Leute, die viel unterwegs sind, auch sich immer ein paar Zettelchen einfach ins Auto packen, in die Tasche packen. Nicht? Weil oft hat man so Gelegenheiten, Mensch, jetzt hätte ich also so ein Ding gebraucht, nicht? Um den Leuten was an der Hand zu quetschen, dass sie zu Hause auch mal nachlesen können, mit ein paar Links drauf, wo sie entsprechende Seiten erreichen. Das hilft. Also wirklich, ist eine tolle Sache. Wir haben also auch so kleine Kleber, die man im 100er oder 500er Pack relativ billig kriegen kann, bei uns im Shop. Das bringt auch was. Die kann man also gut auf Flaschencontainerbehälter oder Kleidercontainerbehälter kleben. Da kommen unheimlich viele Leute am Tag vorbei. Also wir haben das ausprobiert, das klebt da seit Monaten. Auch so kann man Leute aufmerksam machen auf bestimmte Seiten, damit sie mal überhaupt aufwachen so ein bisschen. Ja, das war das. Gut, vielleicht gehe ich nochmal darauf ein, ja, dass wir wirklich ja einen interplanetaren Klimawandel haben, seit längerer Zeit wohl schon, und dass es vielleicht sogar so war, dass also die Anfänge der Chemtrails vielleicht sogar aus dem Grunde erdacht worden sind, um da bestimmte Sachen zu machen. Also A, um die Magnetfelder der Erde zu stabilisieren, und B, ja gut, uns per reflektierender Teilchen da die Sonne ein bisschen vom Leibe zu halten. Was heute mit zur Agenda gehört, nach meiner Meinung zumindest, ist aber nicht unbedingt uns nur zu schützen, sondern eben eine Vielzahl von Nebeneffekten zu erreichen. Sei es, dass man bestimmte Frequenzen einfach gar nicht mehr hier auf uns herunterlässt, die aber sehr gesund für uns sind. Und was aber auch damit zusammenhängt, dass also ein Teil der, wie soll man sagen, des Wandels unserer gesamten Spezies damit zusammenhängt. Es hat ja immer in der Evolution bestimmte Zeiten gegeben, wo es Evolutionssprünge gab, also auch in der Entwicklung der Menschen, Tiere und so weiter. Und es kann gut sein, und das ist auch höchstwahrscheinlich so, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo eine ganz spezifische Strahlung uns hier erreicht, aus verschiedenen Gründen. Und dass bestimmte Kreise das nicht wollen, dass wir da zu schnell vielleicht aufwachen. Und dazu könnte also auch gut diese ganze Rückreflexion dienen, die man uns hier jetzt quasi per ausgebrachter Teilchen zumutet. Ja, guter Punkt. Also es ist, muss einem wirklich klar werden, in welcher Lage wir uns jetzt schon befinden. Ne? Die meisten, da wird man ein bisschen nervös, muss ich auch selber sagen, sind irgendwie noch so im Träumen, alles wäre noch normal, ne? Oder? Ja, also im Grunde leben wir ja in einer Traumwelt. Ich meine, ich selber bin zwar schon auch seit Jahrzehnten, also ich sag mal, halb aufgewacht gewesen durch Friedensbewegung, durch Umweltschutzgeschichten und weil man auf eine Menge Sauereien schon mal kam und ich auch viel gewohnt war zu lesen. Aber ich sag mal, seit dem Jahr 2000 ist bei mir nochmal so ein neues Ding aufgegangen. Und ich sag heute, was für manche vielleicht ungeheuerlich klingt, 95% der Sachen, die uns in der Schule beigebracht worden sind oder uns durch öffentliche Medien erreicht, stimmen einfach nicht. Also im Grunde ist es fast super einfach. Man braucht viele Dinge nur auf den Kopf zu stellen, also 180 Grad umzudrehen, dann liegt man eigentlich der Wahrheit wesentlich näher als das, was uns da verbal und optisch mitgeteilt wird. Das ist ja das Irre. Und die meisten Leute wollen nicht ran an die Themen, weil die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass diese Lüge so ungeheuerlich groß sein könnte. Und das liegt nach meiner Meinung eben daran, dass man den Kindern schon massiv strategisch versucht, die Fantasie zu nehmen. Ja? Ich meine, in früheren Zeiten hat man eine Menge Fantasie auch nötig gehabt, weil man hatte kaum Spielzeuge, man hatte kein Fernsehen. Und diese ganzen Ablenkungs-Mind-Control-Möglichkeiten, die natürlich perfekt genutzt werden heutzutage. Und ich sag mal, die Leute können ja nichts dafür unbedingt, aber junge Leute, die unter diesem massiven Geprügel der Massenmedien aufgewachsen sind, von Nintendo angefangen bis über PC und. Ich habe es ja erlebt, ich habe 20 Jahre in einem Fernsehladen gehabt und verstehe mich heute da als ehemaliger Drogenhändler, dass quasi sie schon fix und foxy gemacht worden sind und eben ihre Fantasie abhanden gekommen ist. Weil ich denke, ein Kind, vielleicht mal so ein Tipp an die Eltern, braucht Langeweile, weil in der Langeweile erst die Fantasie richtig zum Wirken kommt und nicht eine Nonstop-Berieselung und Animation der Kinder, die dadurch ihr wahres Ich verlieren. Ja. Tja, das war jetzt ein kleiner Ausflug, vielleicht mal in eine andere Richtung, aber das ist auch total wichtig, finde ich. Ne?
Absolut. Also ich meine, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, über diese Dinge, weil es geht ja jetzt an den Einzelnen dran. Es geht jetzt nicht mehr hier um großartig, ja, wir wollen verhindern, dass irgendwie Geoengineering und so weiter. Es geht jetzt um uns. Es geht um jeden Einzelnen. Und zwar in jeder Hinsicht. Ich meine, was sie mit uns machen, zum Glück sind wir ja anscheinend resistenter, als bestimmte Kreise annehmen. Es ist ja die Vergiftung über die Nahrung, die Vergiftung übers Wasser, über die Luft und. Die geistige Vergiftung durch die Medien, die Aufhetzung von Jung gegen Alt, die Aufhetzung von Mann gegen Frau, Kinder gegen Eltern, alles die Aufhetzung der Völker im großen Maßstab, die schon lange stattfinden. Ohne bestimmte Leute wären diese großen Kriege ja gar nicht denkbar gewesen. Nicht? Siehe Rothschilds und so weiter. Die Mutter hat ja damals gesagt, ohne meine Söhne ist gar kein großer Krieg möglich, weil die das Geld bewilligen müssen dafür und so weiter. Das ist ja alles ausgesprochen worden und das findet ja auch genau so statt. Deswegen, Leute, hütet euch davor, wenn wir aufgehetzt werden, sei es gegen andere Rassen oder Völker oder sonst was. Es ist ja vieles von dem, was uns da jetzt auch über die letzten Länder, die überfallen worden sind von NATO und Westen, an Lügen erzählt worden ist, ist ja ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Ja, also ich bin also auch einfach entsetzt. Ich meine, wir sind ja alle schon relativ gut informiert, ne? Aber jeden Tag kommen wieder neue Sachen zum Vorschein, ne? Oder? Ja, sicher, ist ja so. Ich meine, ich bin ganz froh, wenn ich mal auf unserem Hof bin und mal nichts höre. Man braucht zwischendurch auch mal ein paar Tage, dass man mal nicht dauerberieselt wird, ne? Von dem ganzen Zeug. Ja. Ich hab das zwar ganz gut gelernt, damit zu leben und auch das relativ gelassen mir anzugucken. Weil wer sich das zu tief in den Bauch sacken lässt, den kann es auch kaputt machen. Nicht? Also dann muss man vielleicht auch mal, wem es so geht, dass er dann quasi nicht mehr schlafen kann, einfach die Thematik mal beiseite legen, sich mal nur in die Natur zu bewegen und mal wieder ruhig zu werden, wieder in seinen Takt zu kommen, in seine Schwingung zu kommen. Und da sind wir dann schon wieder bei Harp, weil das, was die Versuchung ist, ja uns aus dem Takt zu bringen. Und das eben auch größtenteils durch Medien. Nicht? Wenn man bedenkt, es gibt also Patente, liegt mir vor, wo drauf steht, Gedankenbeeinflussungen durch Bildschirme, also PC-Bildschirme, Fernsehbildschirme und so weiter. Diese Techniken sind seit langem da. Ja. Und Enthaltsamkeit ein bisschen. Wieder andere Dinge machen, Leute besuchen, mal zusammen feiern, dies und das machen, ist wesentlich wichtiger, als nur in die Glotze zu gucken. Weil uns wird, wenn der Laden zusammenbricht, und das wird er wahrscheinlich in gar nicht so ferner Zukunft, dass wir also auch hier wirklich uns darum kümmern müssen, dass wir Leute kennen, die uns helfen. Sei es bei der Nahrungsmittelbeschaffung oder dass der eine dem anderen im Austausch bestimmte Dienstleistungen macht. Das ist absolut wichtig, Leute. Also knüpft wieder Verbindungen, kümmert euch mehr um gute Freunde und nicht um 600 bis 1000 Freunde auf Facebook, weil die werden euch wahrscheinlich vermutlich nicht helfen. Ja, das ist ja auch der Wahn, den man heute treibt, dass man sagt, ich habe so und so viel 1000 Freunde und was weiß ich. Das ist doch Pseudo alles. Ein echter Freund bewährt sich nur in der Schwierigkeit. Und das möchte ich dann mal sehen, wie viele Freunde von den paar hundert da einem auf der Matte stehen. Ja, das ist wichtig. Ne? Und vor allen Dingen kann man ja das Internet auch kappen, ja, oder uns davon trennen. Genau. Und diese ganzen Daten bei den sozialen Medien und sozialen Netzwerken sind ja sowieso auch direkt verknüpft mit den ganzen Geheimdiensten. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Ja. Gut. Oh Mann, ja, Werner, also, es wird hart dieses Jahr, gell? Das wird ein richtig spektakuläres Jahr. Ich meine, es kann auch sein, dass sie es bis 2014 noch hinziehen. Aber ich denke, also meine Interpretation ist die, wir haben ja ein historisches Datum kurz vor Weihnachten. Und zwar die Federal Reserve ist ja gegründet worden, also oder die Entscheidung herbeigeführt worden im Kongress der USA kurz vor Weihnachten, wo die meisten eben schon im Urlaub waren, um das ganze Finanzsystem umzubügeln und quasi dieses Ausbeutungssystem zu installieren, was ja dazu geführt hat letztendlich, dass die amerikanische Republik ruht, ja, ähnlich wie bei uns hier das Deutsche Reich zwar noch da ist, aber ruht, mangels Handlungsfähigkeit, und denen also eine Corporation übergebügelt worden ist, unter denen die Völker, im Prinzip fast alle westlichen Völker, vollkommen abgezogen werden. Ohne dass der Bürger das auch noch merkt und über diese Dinge weiß. Das ist ja ein unheimliches Ding. Aber ich will nochmal eben zurück, eben hier zu Klima und solchen Dingen. Der russische Physiker, Professor Dr. Aleksej Dmitriev wies nach, dass sich die Atmosphären der Planeten verändern.
Er hat also auch bei seinen Arbeiten herausgefunden, dass sich das leuchtende Plasma zwischen 63 und 93 um 100 astronomische Einheiten ausgedehnt hat. Das entspricht einer 1000-prozentigen Zunahme der Energie im vorderen Bereich des Sonnensystems und so weiter. Es bedeutet, dass das Sonnensystem in einen energetisch höher geladenen Bereich eintaucht. Das war das, was ich vorhin so angerissen habe. Diese höher geladene Energie lädt wiederum das Plasma auf und verursacht, dass sich mehr davon bildet. Wir können dies als eine Zunahme der Helligkeit und Leuchtkraft wahrnehmen. Das ist das, warum uns die Sonne so gleißend erscheint. Diese Energie beeinflusst wiederum die Aktivität der Sonne, die die Energie ausstrahlt und entlang ihrer Äquatorialachse ausbreitet. Und das hat wiederum eben dann Auswirkungen auf unsere DNA, Helix und so weiter. Da muss man auch schon fast noch mal extra drüber sprechen. Aber es sind dermaßen viele Dinge im Fluss, die, sagen wir, die Mächte, die uns bestimmt von bestimmten Entwicklungen abhalten wollen oder Weiterentwicklungen, auch sorgt, dass wir dadurch vielleicht beschleunigt zu bestimmten Erkenntnissen kommen, weil einfach diese Strahlen auch was bewirken und machen mit uns, bis in die Genebene hinein. Und das ist schon eine spannende Sache, sich damit zu beschäftigen. Ja, unbedingt. Es sind noch so ein, zwei Fragen da oder Kommentare gekommen. Wie sieht's mit deinem Plan aus? Wir haben noch so ungefähr 10, 13 Minuten bis zum Ende dieser Sendung. Und du bleibst uns ja dann in der nachfolgenden englischen Sendung auch noch einen Moment erhalten. Ja, weil ich da auch noch andere tolle Gäste mit drin habe, um da auch noch vielleicht das eine oder andere mit zu diskutieren. Also für alle, die jetzt hier zuhören, es geht weiter, ne? Gleich im Anschluss. Ne? Okay. Ja, muss man ja mal sagen. Ne? Okay. Ja, also wie machen wir es? Kurz ein, zwei Fragen oder zwei Kommentare noch. Das wäre vielleicht noch eine Variante. Frage an Werner, da hier auch die Solarenergie mittels Photovoltaik sehr stark das letzte Jahr zugebaut wurde, wie sieht die Reduktion auf den Stromertrag aus? Gibt es da schon Tendenzen? SAG Solarstrom AG aus Freiburg müsste da doch gute Statistiken liefern können, da sie sehr viele Anlagen betreiben und auch für die Kunden aus der Ferne betreuen mit Wartungsverträgen und so weiter. Es kursieren zur PV die Gerüchte, es gäbe so ein Gerät, das man dazwischen schalten kann, welches den Ertrag steigern soll für die PV von 8-30%, ist hier die Rede. Was hältst du davon, Werner? Kennst du Einzelheiten, über die man öffentlich und seriös reden kann und was du Solaranlagenbetreibern raten kannst? Ja, also generell mal, wie das anfing, ich war ja auch recht früh dabei, also auf Windanlagen Leute zu besuchen, die damals noch einzeln sich Anlagen selbst gezimmert haben. Es ist so, da hat damals die Energiewirtschaft ja behauptet, also es wird gar nicht möglich sein, wesentliche Mengen Strom zu machen, also mit regenerativen Energien, das wären alles Spielzeuggeschichten. Also Fakt ist, dass wir heute ca. 10% schon des Strombedarfs gedeckt haben durch regenerative Energien. Auf Photovoltaik zurückzukommen, ist es so, also einmal noch mal eine Sache, die direkt jetzt auch Chemtrails und sowas berührt. Wir haben ja nicht nur eine höhere UV-Strahlung, also wohlgemerkt, wenn nicht gesprüht wird mal, dann haben wir eben diese hohen Werte und wir haben auch diese hohen Werte im Ertrag. Das heißt, eine Anlage, normalerweise eine 2-kW-Anlage, die bringt so maximal nach Abzug der Verluste, Wechselrichterverluste und so weiter und thermische Aufheizung der Module, die ja auch Verluste bedeuten, ungefähr so 1600 Watt. Maximal. Ich habe jetzt Werte gemessen, die gingen bis über 2000 Watt. Das heißt, wir haben Zeiten, wenn also der Himmel mal halbwegs sauber ist, wo wir also massiv mehr Energie hier auch Einstrahlung bekommen. Die meisten Leute, die eine PV-Anlage haben, merken das deswegen nicht, weil die Wechselrichter so konzipiert sind, dass sie dann eben nur auf 1600 Watt ausgelegt sind. Und ich hatte jetzt bei einer meiner Anlagen, ich habe insgesamt 35 kW Anlagen, auch so mit drehbaren Türmen und alles mögliche, auch mit Datenauswertung, konnte ich sehen, dass bei einer Anlage, da hatte ich, weil der Wechselrichter gerade mal kaputt war, der eine, einen überdimensionierten einfach hingestellt. Und nur deswegen konnte ich das merken, dass plötzlich die Anlage, also bei der einen Anlage ging das sogar über den Nennwert Peak Power leistungsmäßig hinweg, also physikalisch eigentlich gar nicht möglich, eben nur erklärbar durch massive Sonnenstrahlung. Wenn dann aber gesprüht wird, geht also sowohl die UV-Strahlung zurück auf Werte von 4, also von den 9,4 ungefähr runter bis auf 6,5 oder sowas, manchmal auch noch tiefer. Also man kann richtig merken, wird gesprüht,
haben wir relativ moderate Werte an UV, wird nicht gesprüht, also wirklich mal ein paar Tage blauen Himmel haben. Hier speziell in Norddeutschland haben wir halt durch den große Winddrift das Zeug auch relativ schnell wieder verteilt. Das erlebt man vielleicht weiter unten in Deutschland nicht oder in Talkessel wahrscheinlich gar nicht. Dann gehen tatsächlich die Werte gewaltig hoch. Das heißt, so, also die Sonne ist tatsächlich auch anders geworden in ihrer Strahlungsintensität, oder? Ganz klar. Und das gleicht auch. Es wird ja vermutet, um das noch zu ergänzen, dass es möglicherweise auch gedacht ist, durch die Chemtrail-Versprühung eben sich die Erde oder auch die Eliten und deren Technologie zu schützen vor dieser extremen Sonneneinstrahlung. Ist das auch denkbar? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also man hat ja schon vermutet, also oder Leute haben gesagt, ja, die Solarindustrie muss doch merken, dass weniger Erträge da sind. Nee, sind sie eben nicht, weil eben gleichzeitig die Sonne mehr ballert. Und solange sie uns noch ein paar Tage gönnen, ohne Besprüherei, gleicht sich das dann wieder aus. Na? So, das ist der eine Punkt. Das, was du meinst, das sind die Sonnenflares, die man erwartet. Wir tauchen jetzt, also 2012 ging es los, aber 13, 14 geht das noch weiter, dass die Sonne, also gewaltige, also wird erwartet, gewaltige Flare-Eruptionen macht, die dann also Materiewolken Richtung Erde schleudern. Und wenn das direkt Richtung Erde geht und nicht vorbei, wie die meisten gehen ja dran vorbei zum Glück, und uns frontal trifft, dann werden die Magnetfeldlinien dermaßen eingedellt. Und das wiederum bedeutet dann, eine schnelle Magnetfeldlinienänderung bedeutet in jedem elektrischen Leiter eine Induktionsspannung, die gewaltig hoch werden kann. So, das hat es schon gegeben in der Vergangenheit, plus die Gefahr war damals nicht so groß, weil wir keine Vollelektronik hatten. Röhrentechnik ist auf sowas nicht anfällig. Also eine Röhre überlebt da mehrere Überspannungen. Da gibt es vielleicht mal einen Überschlag, da passiert aber nicht ganz viel. Aber die ganze Transistortechnik, Chiptechnik und so ist dermaßen empfindlich auf solche Dinge, dass wenn das passiert, und das haben auch Leute schon erkannt, es gab sogar mal einen guten Beitrag im Sat 3, ganz spät abends, wo sie ganz klar gesagt haben, wenn das passiert, dann wird es zu solchen Überspannungen kommen, dass also Trafos durchbrennen, also die Riesentrafos von der Energiewirtschaft. Und das Dumme ist, die stehen nicht irgendwo da zum Bestellen, sondern die werden einzeln angefertigt. Das heißt, es würde bei einem massiven Flare, der also nennenswerte Zahlen von Trafos zerstört, würde es Monate dauern, bis das wieder hergestellt wäre. Das heißt, wir wären Monate ohne Strom. Und was das bedeutet in einer hochzivilisierten Gesellschaft, ist, und das hat man betrachtet schon bei Kriegsszenarien, weil ein heutiger moderner Großkrieg würde so starten mit einer entweder oberirdischen Atombombenexplosion über dem betreffenden Land, dass auch dann so ein quasi so ein Induktionsfeld induziert wird, was jegliche Elektronik killt, die nicht geschützt ist, also sprich in gewaltige Blechkästen eingebettet ist, was man versucht eben im Militärischen zu tun, indem man sagt, also man härtet diese Ziele dann in Flugzeugen und so weiter. Und dann wird die gesamte Infrastruktur zusammenbrechen. Weil heute kaum noch eine Firma mit einem Karteikasten arbeitet, sondern alles über PC. Ob das Kundendatei ist, bestellt ist und sonst was, das wäre der Zusammenbruch einer Hochtechnologie, die im Westen eben mehr betroffen ist als im Osten. Ja, und da kann man auch nicht mehr tanken, weil das auch alles über Elektrik und Elektronik geht und nicht mehr. Ne? Keine Pumpe mehr, der kann ruhig seinen Tank da voll haben. Es funktioniert einfach nichts mehr. Und das wieder durchs Militär aufrechtzuerhalten, also würden wir hier gar nicht hinkriegen, weil wir alles so ausgedünnt haben. Nicht, dass ich jetzt scharf drauf bin auf viel Militär, darum geht es nicht. Aber man hat die Polizei gewaltig ausgedünnt, man hat das Militär ausgedünnt. Das wäre eine der Hauptaufgaben, eine sinnvolle Hauptaufgabe des Militärs, diese Katastrophenschutzgeschichten vernünftig auszubauen. Und man hat jetzt in diesem Fernsehbeitrag zum Beispiel auch gesagt, ja, die haben dann die Energieversorger gefragt, was passiert denn dann? Seid ihr denn vorbereitet? Ja, nö, die würden nichts machen. Obwohl man hat eine Vorwarnzeit, die also relativ lang ist, sogar durch so hoch oben den Satelliten und die Amis haben ja noch weitere Satelliten hochgeschossen. Die wissen relativ früh, wann so ein Flare hier ankommt. Und man könnte dann vorher eben einfach mal abschalten, ja, um die Trafos zu schützen und so. Aber es wird einfach darauf vertraut, ne, wird schon nichts passieren, so nach dem Motto. Und wir schlittern da auf gewaltige Dinge zu. Wenn man jetzt bösartig denken würde, könnte man sagen, gut, vielleicht ist das auch genau so beabsichtigt, um dann eine Ausrede zu haben, zu sagen, naja, uns hat was Unvorhergesehenes getroffen. Vielleicht will man das sogar. Ich weiß es nicht.
Ja, das hört sich ein bisschen so danach an. Ne? Das machen sie ja gern. Das hätte aber vielleicht auch den positiven Effekt, dass die Chips, die sie uns alle eingepflanzt haben, dann vielleicht auch nicht mehr funktionieren. Ne? Ja, gut, ob sie uns jetzt wirklich massenhaft schon Chips eingepflanzt haben, ist Spekulation. Ich meine, es gibt diese Technik, das ist klar. Es gäbe auch die Technik, uns Mini-Chips quasi über die Haarfollikel quasi eindringen zu lassen und sowas. Gut, das ist im Moment noch nicht erwiesen in dem Sinne. Gut, da hast du recht, das wäre dann auch der Fall, so wie es aussieht. Insofern wäre das dann eine natürliche Reinigung, wenn man es mal so sieht. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja, also wir haben jetzt noch so ungefähr 7-8 Minuten. Vielleicht noch deine wichtigen Punkte und eine Frage vielleicht noch vorab hier von einem Zuhörer, das ist vielleicht auch interessant. Hi, Detlef und Werner. Frage, weiß Werner oder Detlef, über welche geheimen Zeichen sich die Elite verständigt und erkennt? Wir haben ja manchmal so Symbole bei Google, wo man nicht weiß, was heißt das jetzt? Oder in Filmen oder in Fernsehberichten. Hast du da irgendwelche Informationen? Ja, da gibt es sogar ein ganzes Buch darüber, die geheimen Zeichen der Freimaurer. Also so ähnlich heißt der Titel. Aber ich denke, im Internet dürfte man da auch einiges drüber finden. Aber es gibt ein ganzes Buch über diese ganzen die Handzeichen, die Handdrücke, die gemacht werden und. Ich weiß es, aber kann ich jetzt hier nicht aufschlüsseln. Ja, nee, ist klar, aber ich denke, das ist durchaus mal ein interessanter Punkt. Ja. Auf jeden Fall sollten wir wachsam sein und auf alles achten und immer alles entsprechend interpretieren, denn die sagen uns ja ganz offen ins Gesicht, was sie vorhaben. Man muss es nur erkennen. Ne? Das ist ja auch eine wichtige Information, oder? Richtig, es gehört zu ihrer Agenda, alles uns zu sagen, und sie agieren dann nach dem, ich sag mal, dem anglikanischen Recht, zu sagen, gut, wenn kein Widerspruch kommt, dann ist es uns genehmigt. Genau wie man, wenn man über sein Grundstück zum Beispiel einen Weg hat, wo die Leute Jahrzehnte drüber gehen, man eines Tages nicht mehr sagen kann, weil das ein Gewohnheitsrecht ist, du darfst hier nicht mehr rübergehen. So läuft es. Sie sagen uns im Grunde alles. Ja, korrekt. Ja. Ich möchte noch mal einen kleinen Aufruf machen, vielleicht an die Leute, die auch unzufrieden sind mit den Zuständen, auch in Forschungslaboratorien, in Unis und so weiter. Wir brauchen natürlich auch Leute, die uns da helfen. Sei es, dass sie mal uns hinweisen auf bestimmte Dinge, sei es, dass sie, wenn wir mal eine gezielte Frage hätten, da eine Antwort zu kriegen oder vielleicht sogar uns mal einen Labortest zu machen. Also wenn es da Leute gibt, also ich bin da zu bereit, also mit den Leuten zusammenzuarbeiten, auch unter Anonymität, auch das geht. Also man kann ja mal eine Karte schreiben, ohne Absender und sonst was, und nach einem Weg suchen, wie man sich dann kontaktieren kann, ohne dass die Anonymität bekannt wird. Das wäre auch ganz wichtig für uns. Wir haben zwar ein paar Leute, also auch aus dem meteorologischen Bereich und aus verschiedenen anderen Bereichen, aber da kann man nie genug Leute und Verbindungen haben. Auch bis ins Militär hinein, auch von der Polizei her, weil ich weiß, es gibt auch in diesen Kreisen Leute, die höchst unzufrieden sind über die Dinge, die sie da, in die sie eingeweiht worden sind, wo sie auch ein Revers unterschreiben mussten, was strafbewehrt ist, eben nichts auszuplaudern. Das wäre eminent wichtig, auch wenn sie mal drüber nachdenken, wenn sie Kinder haben oder auch in ihre eigene Zukunft, weil die Dinge, die uns demnächst hier geplant sind, die können nicht sehr erfreulich werden für die Masse der Bevölkerung. Ja, vor allen Dingen vielen ist es ja gar nicht klar, auch von denen, die zum Beispiel jetzt hier so Gewalt ausüben gegen uns, ob das jetzt bewaffnete, Uniformierte sind oder sonst wer, dass die ja auch Familien und Bekannte haben, ne? Ja. Und Freunde. Und, und wenn es wirklich so eine Agenda gibt, dass 70 bis 80 oder vielleicht sogar 90% der Weltbevölkerung reduziert werden sollen, meinen denn die, dass sie vielleicht da nicht auch irgendwie davon betroffen sein könnten? Das ist ja das große Problem. Ich meine, das Max-Planck-Institut hat vor etlichen Jahren ja sogar eine Presseerklärung rausgegeben, wo sie dann schrieben, es muss uns gelingen, in einigen Jahrzehnten eine Weltbevölkerung zu stabilisieren, die nur noch 2 Milliarden beträgt. Das ist so eine nette Aussage, nicht? Ich meine, es stimmt ja so nicht. Wenn man also mit vernünftiger Energie, mit einem vernünftigen Energieumgang, mit vernünftiger Landwirtschaft und, der Verschwendungs Klamotte, die abläuft. Also 50% circa in der EU werden ja hier vernichtet an Lebensmitteln. Entweder auf dem Herstellungs- und Transportwege, aber auch beim Endverbraucher. Dann können wir eine Menge mehr Leute hier durchfüttern. Das ist einfach nicht stimmig, diese Überbevölkerung so hoch zu kreiden, dass man sagt, ja, wir müssen von euch auch noch eine Menge um die Ecke bringen. Wenn man allein die Schäden des Militärs sich anguckt, die sich gewaltig reduzieren ließen und, ne?
Also uns wird ja einfach unheimlich was in die Tasche gelogen. Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, also ich öffne auch immer die Arme und sage, Leute, wir wollen nicht gegeneinander kämpfen. Wir wollen ja eigentlich, dass wir zusammen eine Zukunft haben, die für alle fruchtbar und toll ist und positiv. Ja. Und ja, die Möglichkeit haben wir ja. Wir müssen nur diesen Wahnsinn stoppen, der ja nur in der Hand einiger ganz weniger, die ich die dominante Irrsinn, die Minorität nenne, die Dems, steckt. Richtig, oder? Ich meine, richtig, die sind ja nicht im Millionenmaßstab zu sehen, sondern der richtig harte Kern ist eher im vielleicht 10.000er-Maßstab zu sehen, vielleicht auch im 100.000er, aber das war's dann auch. Und ich meine, wenn Brzezinski damals in seinen Büchern schon geschrieben hat, also es wird eine Zeit kommen, wo eine Geldelite die Welt beherrschen wird, ich meine, das haben wir schon seit langer Zeit. Und das, was sich jetzt abspielt, die gesamte Komplettenteignung der Weltbevölkerung, finanziell, auch wirtschaftlich, indem man die Industrien zerstört und, das ist, wir sind da wirklich am Vorabend der Dämmerung. Ja? Das ist einfach irre. Und wenn wir das jetzt nicht erkennen, werden die ihr Ding durchziehen. Sie haben bisher ihre Ziele durchgezogen und wir brauchen da nicht auf irgendwelche Hemmungen rechnen, die Brüder da haben. Von einigen wenigen Ausnahmen vielleicht abgesehen, wie Aaron Russo oder Leute, die bestimmte Dinge ausgeplaudert haben. Ja. Ja, aber das ist jetzt ja auch nicht mehr so ganz einfach, die Leute einfach zu beseitigen, sondern wir sind jetzt schon so viele, nicht? Und auch neue Medien, die quasi auch diese Punkte aufgreifen, wo man es öffentlich machen muss. Und der beste Schutz ist die Öffentlichkeit. Siehst du das nicht auch so? Ja, natürlich. Und die Tat. Ich meine, es wird nicht umhin gehen, dass wir auch wirklich auf die Straße gehen, dass wir unser Recht wirklich massiv einfordern. Also ohne Gewalt zwar, aber mit passivem Widerstand auch. Es wird nicht reichen, nur zu wissen, es wird nicht reichen, auf keinen Fall. Sie werden ihr Ding durchziehen wollen. Und sie haben die technischen Mittel. Sie haben die chemischen Mittel, sie haben die Nahrungsmittelindustrie weitestgehend in der Hand und. Also wir müssen massiv werden. Wir müssen einen massiven Widerstand machen. Also nur jetzt hier zu denken, ich weiß darüber und ich rede mit meinem Nachbarn, ist der erste Schritt. Aber das wird nicht reichen. Da bin ich vollkommen von überzeugt. Absolut. Und deshalb bin ich auch froh, dass du hier im Rahmen unserer United We Strike Radiomarathon-Sendung auftrittst. Denn das ist das, was wir auch propagieren, das System dadurch zu beenden, dass wir eben einfach durch ziviles Ungehorsam, durch nicht Gewalttätige, bitte, also Gewalt ist nicht die Antwort, dass wir uns eben vom System verabschieden. Du sagtest das gleich anfangs der Sendung, dass man sein Geld abziehen soll, seine Mittel, sein Vermögen sichern muss vor diesen globalen Gangstern oder Bankstern und dass man eben auch zusehen muss, sich autonom und unabhängig zu ernähren und auch mit Energie zu versorgen, wie du das ja jetzt geschildert hast, wie du das machst, auch mit den auch wenn sie vielleicht noch nicht 100% effizient sind mit Sonnenenergie, aber besser als nichts, ne? Oder? Richtig. Also da lade ich dich jetzt gerade dazu ein, weil da haben wir jetzt keine Zeit mehr dazu, dass du uns vielleicht nochmal für eine Stunde oder so im Rahmen einer nächsten Sendung für solche Tipps zur Verfügung stehst aus deiner Sicht, was man machen kann, um sich auf die Sache vorzubereiten, oder? Ja, genau. Also ich mache im Juni ist eine Veranstaltung bei Umdenken 2012, könnt ihr euch im Internet angucken. Dann mache ich speziell zur autarker Energieversorgung und diesen Dingen, wie kommt man über die Runden, eine Veranstaltung. Aber wir können gerne das auch nochmal bei euch machen. Ja, sehr gerne. Also da würde ich mich freuen. Okay, wir sind jetzt fast am Ende. Vielleicht noch dann ganz kurz, dass du sagst, wie man dich erreichen kann und deine Webseiten nochmal oder bist du auch bei Facebook und so. Kannst du vielleicht gerade noch was dazu sagen? Also bei Facebook bin ich selber nicht. Da gibt es zwar so eine Art Fanclub, die da so eine Seite aufgemacht haben, aber ich bin da nicht gemeldet. Meine Seite ist chemtrail.de, die zweite Seite chemtrails mit s.ch, die im Moment aber noch schlummert, da werden wir demnächst auch was unternehmen. Telefonisch bin ich erreichbar unter 0170-360-4673, aber eben nur für ganz kurze Gespräche. Und meine Internet-E-Mail ist werner.altnickel@yahoo.de. Klasse. Steht aber auch alles auf der Seite. Eben, bei chemtrail.de. Genau. Unter Kontakt. Ja, wunderbar. Ich danke dir, Werner, für deine super Informationen. Ich glaube, das Publikum hier, die Gäste, du bist ja der Gast, ne? Die Zuhörer meine ich natürlich. Die sind auch ganz wenn man so will. Aber das sind eigentlich Aktivisten, die müssen was tun. Das ist jedenfalls meine Ansicht hier, Leutchen, oder? Und das ist ganz klasse, dass ihr da wart. Wir machen aber gleich weiter. Wir sind nämlich im United We Strike Radio Marathon
Und der geht gleich wunderbar weiter. Wir machen gleich eine kurze Pause mit auch noch was vom Copyright, mit Listen. Und dann spiele ich im Anschluss nochmal ein Unity Pacific mit Unity, denn ich muss die ganzen Leute reinholen für den nächsten Teil der Sendung. Also, klasse, dass ihr da wart. Bleibt alle dran. Kannst auch noch Tschüss sagen jetzt und dann gehen wir raus. Ja, tschüss alle zusammen, ihr ja. Vielen Aktivisten. Ja, aber du, wir holen dich ja wieder rein. Ne? Also, bis dann. Ja, okay. Von Wake News Radio, bis gleich. Ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. To know from me, they're just asking, never listen to what I say. They're just talking without joining me day by day. Everybody ask me what will be. Everybody wants to know from me. Everybody ask me what will be. Everybody wants to know from me.